Cookies, Comic-Cookies, lecker. So, hier die Comic-Cookies aus Berlin mit einer Sonderepisode. Zuerst spreche ich mit Herrn Berlin in Berlin. Guten Tag, hier ist der Emil. Der im wahren Leben heißt oder möchte es nicht verraten? Doch, Patrick. Und wie noch? Berlin. Ah. Hast du ja gerade schon verraten. Ja. Ganz kurze Vorstellungsrunde bei dir. Wie alt? 29 und 65 Monate. Für die Rechengenies unter euch. Ihr könnt uns Einsendungen schicken, wer das richtige Alter errät, bekommt ein Autogramm, keine Ahnung. 1000 Gummipunkte. Ein Starschnitt. Ein Starschnitt von Emil. Ja. Dann Lieblingsheld oder Lieblingscomicfigur? Batman und Spider-Man. Gleichermaßen. Bist du im Duo. Oder wie? Ja. Lieblingszeichner, gibt es sowas? Lieblingszeichner, weiß ich nicht, alles was Schönes. Manga? Ja, Manga nicht so sehr, wobei ich Scott Pilgrim sehr geil fand. Lieblingsautor, gibt es sowas? Alles was Schönes. Ich bin flexibel. Lieblingscomics? Ja, Spider-Man, Batman, Fables, Scott Pilgrim. Ne? Also eher US. Ja, US. Und was habe ich denn jetzt vergessen? Was hast du irgendwas vergessen? Denk an die GEMA. So, Lieblingsfilm. Lieblingsfilm, ach, da gibt es auch ganz viele. Ja. Star Wars natürlich und Avatar. Da Unterscheidungen oder alle gleichermaßen? Die ganze Saga. Ne? Wobei viele sagen jetzt, die neuen Filme sind nicht so gut, aber ne? ich sehe das Gesamtprojekt. Geht mir ähnlich. So, dann gehen wir doch mal zum nächsten. Ich kann nicht sprechen. Doch, du kannst. Wenn einer sprechen kann. I don't speak with the language on. Sag uns doch mal deinen Namen, so wie du ihn verraten möchtest. Ich bin der Svenny. Der Svenny, und der Svenny ist ganz aufgeregt. Ich bin ganz freiwillig hier. Er hat mich zu nichts gezwungen und zu nichts gedrängt. Er will nicht die Waffe. So, was haben wir alles gefragt? Lieblingsfigur? Oder Figuren? Was sind Figuren? Deklariere Figuren. Comicfiguren. Comicfiguren. Ja, Comic-Cookies. Deadpool. Deadpool. Der ist so schön lustig. Wer weiß, was eine Comicfigur ist. Lieblingszeichner? Auf jeden Fall nicht Steve Dillon. Okay, Lieblingsautor? Auf jeden Fall nicht Steve Dillon. Ed Brubaker. Wenn ich mich festlegen müsste. Müsste. Lieblingscomic? Viele. Zu viele. Keine. Und was hat man noch? Lieblingsfilm. Lieblingsfilm. Ach, das Alter haben wir noch vergessen. Das wird nicht verraten. Ich bin minderjährig. Ich darf noch nicht aufs Mikrofon sprechen. So, Lieblingsfilm ist aber schwierig bei dir, ne? Lieblingsfilm? Oh, da gibt's ganz viele. Ich bin Filmmaniac. Black Sheep ist Porno. Okay, zum Glück haben wir immer explizit Takt dran. Können wir uns ausschneiden? Nee, kann man nicht. Lass mal alles drin. Das sind Outtakes. Sind Batterien alle? Magst du Mangas? Nee, finde ich doof. Ist mir zu unkreativ. Gut, dass wir den Sepp nicht hier haben, der würde widersprechen. Da gibt es nämlich auch andere. Naja, gut. Eigentlich eine Stunde Diskussion. Jawohl, gar nicht. Doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch. Gar nicht. Du hast recht. Okay, an dieser Stelle steigen wir schon mal aus. FSK 18 jetzt. Blitzartig FSK. Alle, die über 18 sind, schalten jetzt bitte aus. Und machen nachher vielleicht mit den anderen weiter. Vielleicht. Bis dann.
So, der nächste Kandidat ist einer, von dem wir schon öfters gesprochen haben im Podcast. Stell dich doch mal selbst vor. Hallo, hier ist der Boris, auch bekannt als Ritz. Alter? 31. So alt schon. was hat man gesagt, Lieblingszeichner? Aktuell Ivan Rice. Mhm. Lieblingsautor? Brubaker und Rucker. Lieblingscomicfigur? Aktuell Marlene. Den musst du uns später noch erklären. Genau. Und Lieblingscomic an sich? Aktuell The Fuse. The Fuse. Ah ja. Ah, okay. Ich verstehe. Und es fügt sich zusammen. Ja. Der Hörer wird es später erklären. Erklärt bekommen, genau. Und Lieblingskinofilm, wenn man das so sagen kann? Oder Lieblingsfilm? Keine Pornos. Lieblingsfilm allgemein, Man of Honor. Okay, dankeschön. Gerne. So, jetzt haben wir noch den letzten im Bunde, aber eigentlich den Organisator des Ganzen. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, The Black Steel ist eigentlich der Name, unter dem mich manche kennen, sage ich jetzt mal. Mhm. Lothar Modder ist der eigentliche. Ich wohne hier in Berlin seit Geburt an. Jo. Alter? Ist ja schon lange. Alter, Ich bin hier der Senior in der Runde, 45. Und so, jetzt kommen wir mal zu den Lieblingscomicfiguren. Oder zu der Lieblingscomic-Figur, was würdest du da sagen? Also im Augenblick ist der Flash eigentlich so meine Lieblingsfigur. Green Arrow war mal meine Lieblingsfigur, sag ich mal, weil seit dem Neustart gefällt er mir nicht mehr so toll. Mhm. Dann dein Lieblingszeichner, wenn es da einen gibt? Francis Manipool im Augenblick. Mhm. Der wirklich. Dann dein Lieblingsautor vielleicht? Geoff Johns. Mhm. Und Lieblingscomics? Comics, ja, also Flash, alles was mit Green Lantern zu tun hat, das ja. Sind so die, das sind meine Abos im Endeffekt. Bunte DC-Universum. Genau, gibt DC, ja, sowieso nur. Und dann noch, was hat man vorhin noch, die Lieblingsfilme? Forrest Gump. Okay. Dann halt so wie Christian Bale, Batman-Sachen. Mhm. Ja, Star Trek, Star Wars. Okay. Standardprogramm. Alles was Schönes. Alles was Schönes. Dann machen wir doch mit den anderen noch mal schnell weiter, das, was wir vorhin kurz angeteasert haben. Oder schon mal an vorbereitet. Vorbereiten wollten. So. Genau. Der Emil hat sich ja schon vorbereitet. Ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe einen Zettel geschrieben. So. Was denkst du denn, sind die fünf besten oder die fünf wichtigsten Comics, die man gelesen haben sollte? Ja, also ich würde mal sagen Watchmen, ne, weil ist auch schön. Ja. Dann liest du eigentlich nur schöne Comics oder? Ja, manchmal habe ich auch schlechte gelesen, aber davon wollen wir gar nicht reden. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um schöne Comics oder nicht so schöne Comics. Ja. So, weiter im Text. Dann hätte ich hier noch Scott Pilgrim. Entschuldigung, dass ich dich abgelenkt habe. Ja, eben. Ist ja auch richtig so. Also mich Scott Pilgrim, auch eine sehr schöne Serie. Mhm. Dann Maus von Spiegelman. Mhm. Ne? Und von Batman die Niemandsland-Saga. Okay. Ne, die hat Hätte ich jetzt nicht drauf gehabt. Doch, ich wohl. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja gut, jedem das seine. Deswegen machen wir das. Und dann noch Fables von Vertigo. Mhm. Und Why the Last Man. Dann sind zwar sechs, aber ist ja egal. Sind das nur sechs? Das sind sechs. Eins, zwei, drei, vier. Ja, tatsächlich. Ne? So, nächster bitte. Ritz, hast du da schon was überlegt? Ich habe mir noch nichts überlegt, aber lass uns mal ganz spontan reden. Also bei Fables stimme ich zu, finde ich super. Maus ebenso. Was ich denke, was noch jeder mindestens mal gelesen haben sollte, ist Kingdom Come. Das finde ich super. Ansonsten, das ist jetzt gut. Lass mir noch ein bisschen Bedenkzeit. Magst du lange mal weiter? Gestern haben wir jetzt drei Stück. Also was ich als sehr empfehlenswert finde, ist Identity Crisis. Ja. Weil, also A, so dieses klassische Detektivspiel, wer ist der Mörder? Und
B, auch weil man nun nicht unbedingt die ganzen Vorgeschichten kennen muss. Mhm. Das, was man wissen muss, wird vermittelt in der Geschichte und das ist also, das ist richtig, was man von A bis Z lesen kann, ohne vorher etwas gelesen zu haben und ohne dass man gezwungen wird, danach noch was lesen zu müssen. Und was auch ohne großartige Tie-ins ausgekommen ist, ne? Ja. Also das ist wirklich eine in sich abgeschlossenes Crossover. Ja, und ich finde es eigentlich auch schade, dass der Brett Meltzer nicht noch mehr Comics macht. Mhm. Also zumindest nicht im Superheldenbereich oder so, dass ich davon schon was gehört hätte. Ich kann aber seine Bücher, die er so schreibt, absolut empfehlen. Also ich habe mir damals nach der Identity Crisis zwei seiner Bücher gekauft. Die haben sie dann auch ins Deutsche übersetzt gehabt, weil das Englische habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Aber wirklich empfehlenswert. Also sehr, sehr coole Figuren, die er da immer schafft. Sehr, sehr real. Mhm. Und man taucht da wirklich ganz, ganz schnell in die Welt ein. Sehr, sehr politikgetrieben sind seine Bücher. Aber nicht so, dass man jetzt sagen muss, verstehe ich nicht mehr. Ja, ich finde auch, seine Storys sind sehr durchdacht von Anfang bis Ende. Also man hat nicht so den Eindruck, dass dann zum Schluss irgendwelche Notlösungen gesucht werden, um die Story zu Ende zu bringen. Notlösungen nicht. Wie bei manchen anderen der Fall ist. Was mir aber bei der Identity Crisis aufgefallen ist damals, er hat Dinge angesprochen, die er dann selbst nicht aufgelöst hat. Ja. Er spielt gern damit, dass er Dinge ins Rollen bringt, die dann aber überhaupt nicht weiter irgendwie anspricht und dann anderen Autoren die Möglichkeit gibt, bau darauf auf oder lass es einfach. Ja, das hat man ja oft, dass Leute oder Autoren Stories anfangen, ich sag mal, Flanken geben und die einfach ins Nichts laufen, weil die neuen Autoren die einfach den Faden einfach nicht aufnehmen. Ja, ja, aber bei ihm ist es ja wirklich so, er hat überhaupt gar keine, er hat ja überhaupt nicht den Auftrag gekriegt, mehr oder weniger danach in andere Serien diese Geschichte weiter zu verfolgen. Sondern er hat einfach angefangen, Dinge anzusprechen und hat dann gesagt, okay, und das lasse ich jetzt einfach stehen. Wenn irgendein anderer Autor das aufnehmen möchte, super. Ansonsten ist das einfach etwas, was sich in der Zwischenzeit hinter den Szenen irgendwie erledigt hat. Ja, wo sich auch jeder seinen eigenen Kopf machen kann, richtig, wie er es gerne hätte. Richtig. Andererseits finde ich schon schade, dass sich halt keiner findet, der diese Vorlagen aufnimmt. Das würde ich so nicht sagen. Also DC hat ja sehr, sehr gerne seine Bälle wieder aufgenommen, ja, weil diese Geschichte ist ja sowas von gut angekommen, dass die einfach in egal welcher Serie, egal ob die jetzt irgendwas damit zu tun hatte oder nicht, darauf eingegangen sind. Ja. Sei es, dass es mit der Szene von Sue Dibney, dass sie das wieder aufgenommen haben, dass plötzlich Charaktere, die eigentlich überhaupt nicht in der Hauptgeschichte aufgetaucht sind, plötzlich auch diese Überlegung hatten, haben sie das mit mir auch gemacht, was sie damals mit Dr. Light gemacht haben, ja oder nein? Bin ich eine Witzfigur oder bin ich eigentlich der totale Psycho? Also man hat im Endeffekt komplett das Universum aus den Angeln gehoben und das war eben, denke ich, auch so eine Geschichte. DC hat sich das offen gelassen. Gehen wir darauf ein, wenn die Serie gut ankommt? Ja, ansonsten lassen wir es einfach bleiben und gehen in eine andere Richtung. Ja. Und das ist etwas, was ich jetzt in der neuen, in diesem New 52 komplett vermisse. Ja. Man wirft einfach alles nur über den Haufen, um es über den Haufen zu werfen, ohne einen Plan. Man fängt doch wieder da an, wo man schon war. Ja. Ja, und ja, vor allem ist es jetzt auch schwer, diese Fäden wieder aufzunehmen, weil man erstmal wieder an den Punkt kommen muss, wo diese Fäden geendet haben. Ja. Genau. So, was waren deine? Jetzt kommt es, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Das war schön jetzt. Ich hab mir sehr gefallen. Was ich lesenswert empfinde, sind halt die Gus Ennis-Sachen von Punisher. Gerade die Abschlusssachen, die im realistischen Marvel-Universum stattgefunden haben. Ja. Weil er noch so schön abgerechnet hat mit den ganzen Superhelden-Ethos und Epos und mit Wolverine, wie er mit der Walze platt gemacht wurde. Einfach unvergesslich. Hat man einmal gelesen und nie vergessen. Und dann nochmal zu sehen und nochmal zu lesen. Was ich auch sehr gerne, dieses Deadpool, weil man nie weiß, was einen erwartet. Was überraschend und lustig ist. Mhm. Was auch einfach so lesen kann, ohne irgendwelche Vorkenntnisse über irgendwelche Universen und welcher Charakter war dies, war das. Ich sag nur, Deadpool gegen die Vampirkuh. Das sind einfach schöne Sachen, die einfach Spaß machen zu lesen, ohne zu belasten. Oder wo er dann sich selbst als Frau trifft. Und sich dann selber küsst. Oh. Und dann zum ersten Kunden. Das ist ja jetzt komisch. Also interdimensionaler Selbstinzest. Ne, wobei sich ja auch die Frage stellt, ne, wenn man dann mit sich selber dann schläft, ne, zählt er dann als Fremdgehen? Oder ja, nicht? Das ist Selbstbefriedigung. Ja, weil ich gerade sagen.
Interdimensionale Onanie. Ist das ein Multigasmus? Was? Ein Multigasmus. Auch schön. Ja, damit mutiert diese Ausgabe zur FSK 18. Das sind wir sowieso, das sind wir grundlegend. Ja. Ich hab normale weiße Breedstorm dabei. Ich, oh, das sagt alles. Das. Ja. Ich schraub das dann immer wieder ein bisschen zurück. Ja. Liebe Grüße. Wir genau. Halten dein Niveau bei. Genau. Aber jetzt, da ich noch ein bisschen Gelegenheit hatte nachzudenken, ich habe noch eine Serie, die ich gerne ansprechen möchte, die ich ganz, ganz toll finde. Das ist von Valiant, Archer und Armstrong. Mhm. Die finde ich super. Ich bin damals durch Zufall auf Valiant gekommen. Ich habe vor, was war es jetzt, 6, 7 Jahre oder noch länger her in Erlangen. Also müsste es inzwischen sogar schon 6 bis 8 Jahre her sein. Ist ja nur alle 2 Jahre. Ja. Habe ich mir mal einen Schuber durch Zufall gefunden und erstanden. Das war dieses Unity-Event, was die damals gemacht haben. Und habe da das erste Mal auch Archer und Armstrong gelesen, wobei die mir damals etwas suspekt vorkamen. Was macht ein Typ, der unsterblich ist, aber der totale Alkoholiker und ja nur auf Weiber aus mit einem gelernten Killer. Die zwei werden zum Team und latschen in der Gegend rum und verkloppen alle möglichen. Also wie passt das zusammen? Das hat mich damals fasziniert und als dann vor inzwischen ja mehr als 2 Jahren hat das Valiant-Universum wieder neu gestartet, neu angefangen. Mhm. Und Archer und Armstrong war eben eine der neuen Serien, die sie dann rausgebracht haben. Und ja, an der Serie bin ich hängen geblieben. Die finde ich richtig gut. Die macht Spaß, ist lustig, die Charaktere entwickeln sich ständig weiter. Und ja, finde ich einfach nur lustig. Genau. Hat noch jemand was zu ergänzen gerade? Nee, so spontan nicht. Gut, dann lasst uns doch spontan noch kurz erklären, was das hier eigentlich ist. Alles fremde Menschen, gestern spontan alle hier versammelt. Gestern war 1. Mai, paar Bierchen und dann ging das hier los. Ja, und jetzt sitzen wir hier, toll. Genau. Angekettet und wir kommen hier nicht mehr raus. Wie weit würdest du gehen? Wir lesen nur ab. Ja, das ist jetzt das 10. Jahr von was? GLMAK, Grillentern Movie Autoren Konvent. Der Hauptschuldige sitzt da drüben, Boris Mihailovic. Ja. Hätte er damals nicht die Frage gestellt, wer denn der ultimative, war glaube ich Hal Jordan damals. Damals war Kyle Rayner aktuell die Green Lantern und meine Überlegung war, was heißt Überlegung? Ich habe mich im Forum, Comic Forum damals neu angemeldet gehabt und habe mir gedacht, komm, jetzt musst du auch mal einen Thread starten. Und da ich nicht wirklich zu den Comics mitreden konnte, habe ich halt gefragt, wer wäre der ideale Schauspieler für einen Green Lantern-Film. Mhm. Und daraus hat sich dann irgendwie so ein kleiner Selbstläufer entwickelt und wir haben angefangen, spaßeshalber in einem Forum ein Green Lantern-Movie Drehbuch zu schreiben. Mhm. Und haben dann, nachdem wir mit dem ersten Teil fertig waren, wir haben ja dann beschlossen, natürlich gleich einen Dreiteiler draus zu machen, haben wir beschlossen, uns zu treffen und ja, einfach mal, nachdem wir schon über ein Jahr täglich miteinander irgendwie im Forum kommuniziert hatten, auch nochmal die Gesichter von den anderen kennenzulernen und daraus hat sich jetzt eine tiefe Freundschaft entwickelt und wir treffen uns mindestens einmal im Jahr. Mindestens, ja. Und regelmäßig hier in Berlin machen die Hauptstadt ein bisschen unsicher. Genau, räumen die Comic-Läden aus. Geben Geld aus, genau. Ja. Nee. Ganz genau, das ist so der Hintergrund zu dem heutigen Treffen. Das nicht nur heute, sondern auch noch die nächsten 2 Tage geht. Ja. Ja, das Schöne ist halt, dass halt auch die Freundschaft mittlerweile über das Comic-Wesen hinausgeht und ja. Und. Ja. Genau, jetzt gucken wir schon alle zusammen Filme an. Die nächste Stufe lang. Ich schlafe im selben Bett. Ja. Genau.
Und wir versuchen auch noch jemanden davon zu überzeugen, dass er im Spider-Man-Film im Green Lantern-Outfit sitzen sollte. Nee. Aber ja, aber vielleicht, nicht hinbekommen. Vielleicht, wenn das tatsächlich stattfindet, werdet ihr dann Bilder sehen dazu an der Episode. Genau. Du hast schon Bilder von mir. Ja, die kommen sowieso rein. Nein! Bist du maskiert, man erkennt dich ja nicht. Das ein Comic ist mir noch eingefallen, das ja. Ich will. Pyongyang. Gesundheit. Danke. Also für alle, die Pyongyang nicht kennen, das ist ein Comic über eine Erfahrung, die ein Mensch gesammelt hat, als er geschäftlich in Nordkorea zu tun hatte. Mhm. Und da hat er seine ganzen Erfahrungen mit den, ich sag jetzt mal Einheimischen, aus dem Grund, weil mir das andere Wort nicht einfällt, aufgeschrieben und einen Comic draus gemacht, seine ganzen Erfahrungen, die er eben mit den Nordkoreanern gesammelt hat, mit den Kollegen, die er dort vor Ort hat und so weiter. Und ja, ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr informativer Comic, der mich auch sehr begeistert hat. Zeichnerisch jetzt nicht so herausragend, weil sehr, sehr stilistisch gehalten, aber perfekt eigentlich, um die Geschichte darzustellen. Und das empfinde ich momentan bei immer mehr Comics als viel wichtiger für mich, dass die Zeichnungen überhaupt nicht jetzt strahlend, glänzend, muss super toll aussehen, sondern sie müssen die Geschichte so transportieren, dass sie mir eigentlich, dass sie mich umhauen. Deswegen hat mich Maus auch so begeistert damals. Eben. Und da habe ich momentan daheim noch so zwei, drei andere, wo ich noch nicht komplett durch bin, die mich aber auch sehr, sehr begeistern. Vielleicht werde ich das mal in einer anderen Folge, in einer anderen Episode dann ansprechen. Mhm. Aber sowas wollen wir hier dann sowieso machen, dass sich jeder mal einen Comic nimmt. Also ihr jetzt, ich mach das ja. Außer du hast dir die Hände gewaschen. Und einfach mal ein paar Takte dazu erzählt. Aber das machen wir dann später, genau. Würde ich sagen, oder? Eben, ja. Nach unserer Comic-Shop-Tour. Wenn wir da haben wir ganz neues Material. Genau. Wir werden auch irgendwann unterwegs sein. Je nachdem, wie das Wetter noch mitspielt, ja, werden wir, dann vielleicht auch da passiert. Ein bisschen was aufnehmen. Mal gucken. Das werdet ihr dann hören. Genau. So. So weit erstmal bis hierher, oder? Jo. Peace. Wunderbar. Bis später. So, da sind wir wieder. Den ersten Tag haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Den zweiten auch schon so gut wie. Aber das Schöne ist ja hier, dass ich nicht die ganze Zeit reden muss, sondern ihr auch reden könnt. Ja. Schade. Erzähl doch mal so. Wollten wir doch gerade mit dem Pantomime anfangen. Genau. Was haben wir denn gestern alles erlebt? Emil. Da haben wir Bier getrunken. Nam, 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 nam. Hat es natürlich gleich wieder ja erst zum Schluss. Aufs Wesentliche runtergekommen. Und wir waren umsonst im Museum. Im Museum, ja. Ja, das war schön. Auch nicht, weil wir so toll aussehen, sondern weil wir 10 Minuten vor Ladenschluss da angekommen sind. Nein, ich glaube, wir sehen einfach super aus. Ja, das ja. Deshalb. Ja. Definitiv. Wir sehen aus wie die Ausstellung. Antik. Staubig. Ja, sie hatten da auch Ritzmalerei. Also. Ja. Ritzmalerei gab es dort auch. Ja. Ja. Also gestern haben wir so ein bisschen Sightseeing gemacht. Ja. Dann fragen wir doch nochmal unseren Reiseführer, wo wir jetzt eigentlich überall waren. Den Moderator. Ich kann mich an eine ganz tolle Baustelle zum Beispiel erinnern. Die war super. Ja, die Baustelle zur U-Bahn. Mhm. Also nicht, dass wir nun gar keine haben, aber zu den ungefähr 120.000 U-Bahnhöfen kommen jetzt noch 3 dazu bis 2018. Das ist schön. Sogar 2020. Juhu. Und wir waren extra auf der Aussichtsplattform, wo wir die Baustelle besichtigen. Wo wir die Baustelle, konnten. Weil woanders gibt es sowas nicht. Und ja. Ja, und das ist dann auch die Verlängerung der sogenannten Kanzlerbahn. Die fährt bis im Augenblick vom Hauptbahnhof bis Brandenburger Tor. Durch Hälste am Reichstag. Die soll halt dann durchfahren bis Alexanderplatz und dann noch weiter bis raus nach. Ich weiß nicht, wenn ich den Ort jetzt nicht, kennt ihr sowieso kennen, ja. Aber. Bis oh ja, raus die Berliner nach, vielleicht. Bis raus die Berliner Zuhörer. Lernen mit Lothar. Ja.
Ja, dann haben wir, was ganz wichtig war, einen pinkfarbenen Bagger, an den einen Radlader gesehen. Radlader gesehen. Und ein pinkfarbenes dickes Mädchen. Denn ja. Wir waren im Roten Rathaus, haben uns den DFB-Pokal angeguckt. Ja. Und mitgenommen. Den in zwei Wochen die Borussia mitnimmt. Ja. Denken wir doch. Das ist auch wieder stark, dass sie das gewinnen. Ja, dann haben wir uns erklären lassen, wer die vier Herrschaften da auf den Säulen waren. Genau. Merkur, wo waren die Säulen? Im Roten Rathaus, im Foyer. Das war Merkur, weil der damals entschieden hat, wer in die Stadt darf und wer nicht. Und dann kam die Schifffahrt, der Ackerbau und die Fischerei. Genau, die Schifferei. Ja, das war ja deine Ausbildung. Die Fischfahrt. Fischfahrt und die Schifferei. Ja, dann sind wir so ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen rumgelaufen, um dann am Berliner Dom festzustellen, dass uns der Eintritt zu teuer ist. Sind dann auf die Museumsinsel und da sind wir halt, wie gesagt, umsonst reingekommen. Und da ging der Eintritt. Wir wundern uns zunächst, warum sie uns so leger da reinwinken. Genau. It's genau. Free und okay. Ja. Thank you. Ja, und dann hat man den Grund Viertelstunde später ungefähr, als es dann hieß, wir schließen ein wenig. Ah. Ja. Ja, und dann sind wir halt weiter unter den Linden runter bis zum Brandenburger Tor. Und dann sind wir da eingekehrt, wo wir vor 10 Jahren schon mal eingekehrt waren. Und haben da Bier getrunken. Und haben Bier getrunken. Bier! Und somit wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Genau. Das war ganz schön flüssig. Bist du noch Wasser hattet? Ja, das weiß ich nicht. Ich hatte 2 Pilz. 2 dunkle. Ich hatte 2 Weizen. Und ich werde nicht sagen. Ach, meinst du die Apfelschorle? Genau. Ja, aber wir müssen fairerweise dazu sagen, dass er auch noch ein Bier hatte. Ja. Ja. Und ich danach alle 5 zu Hause. Ja. Nachdem wir singend auf dem S-Bahnhof hierher gelaufen ja, sind. Genau. Und nicht so schön sein mussten. Ja, genau. Jetzt fragt, wer sich jetzt zu Wort gemeldet hat. Die müssen wir natürlich noch erklären, dass hier noch eine Dame am Tisch sitzt. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Ja, ich bin Conny, die Herbergsmama. Immer für das leibliche Wohl sorgt. Für jegliche Wehwehchen anzusprechen ist. Den Kaffee kocht, den Tee präsentiert. Und ansonsten die stille kleine Eminenz im Hintergrund spielt. Jawohl. Okay. Wunderbar. Ja, dann haben wir uns gestern noch vorbereitend Amazing Spider-Man 1 angeguckt. Und heute wollen wir noch in Amazing Spider-Man 2. Eben. Genau. Aber das machen wir erst heute Abend. Eben. Vorher haben wir vorhin was gemacht, Emil? Eine Comic-Shop-Tour. Ja. Machen wir eigentlich jedes Jahr. Eben. Und heute und heute dann mit der Maßgabe oder mit dem Bonus dazu, dass der Free Comic Book Day stattgefunden hat, richtig? So ist es. Ja. Was? Alle ich habe alle bezahlt. Ihr solltet nicken, ihr sollt reden. Alle nicken, so Mikrofon wirksam. Ja, wird schon stimmen, was er sagt. Doch den Windzug. Weißt du, wenn keiner widerspricht, ist alles in Ordnung. Aber bei den 3 Gratis-Heftchen ist es natürlich nicht geblieben. Oder bei in dem Geschäft schon. Ja. Nee, für mich und, nicht. Ich habe mein Fach erstmal leer gemacht. Vielleicht können wir jetzt hier mal live in Anführungszeichen präsentieren, was wir denn so alles mitgebracht haben. Deswegen machen wir wollen jetzt wir das denn noch erwähnen, welchen Läden wir fahren? Ja, natürlich. Können wir ja. Aber wir können ja nach und nach dann auch gleich aufklären, was wir da gekauft oder mitgenommen haben. Wenn ich das nur weiß, was ich gekauft habe. Na gut, dann sagen wir erstmal alle Läden. Ja. Also wir haben angefangen bei Black Dog. Mhm. Das ist so ein Comicladen, der überwiegend, was heißt überwiegend, eigentlich nur amerikanische Comics hat. Ja. Ja, ab und zu auch ein paar deutsche Sachen kriegt man dort auch, aber ja. Ansonsten sind die schwerpunktmäßig auf US-Sachen. Ja, genau, richtig. Dann sind wir irgendwie querfeldein zum Grobe Unfug. Eine Abkürzung. Ja. Navi hat gesagt. Ja, die Abkürzung zum groben Unfug. Wir hatten ja 2 Ortsansässige dabei. Ja. Die sind überhaupt keine Ahnung hatten. Obwohl, wir sind dahin gekommen, wo wir hin wollten. Ja. Ja. Auch genauso schnell, wie wir wollten. Natürlich. Ja, dann sind wir zu Modern Graphics. Ja. Auch da mal ein bisschen Geld gelassen. Ein bisschen. Ich habe da was gekriegt. Ja. Ja, viel Geld. Wieso ist das denn gekommen? Nichts.
gerade gesagt. Dann sind wir halt ins Europa Center, auch nochmal zu Modern Graphics, zu einem kleinen Laden. Da habe ich was gekauft. Da hast du was gekauft, ausnahmsweise mal Geld, doch mal Geld da gelassen. Ich habe da auch wieder was gekauft, okay, aber in einem anderen Laden. In einem anderen Laden, das teuerste überhaupt, ja. Ja, aber dazu. Aber auch mit Comicbezug. Also, ja, so mehr oder weniger. Aber dazu später. Dazu später. Genau. Ja, ich habe keinen Kuhpack-T-Shirt gekriegt. Wir machen ja ein Unboxing. Ja, dann waren wir noch, ich weiß immer gar nicht, wie der Laden offiziell heißt in der Nürnberger Straße. Toybox. Toybox. Ja. Mhm. Mit Retro-Sachen. Ja, also ja, mit relativ viel alten Comics und Actionfiguren. Ja. Und Filme. Etc. Ja. Und Filme. Svenja hat Filme entdeckt. Ja. Ganz tolle Sachen wie zum Beispiel, aber kommen wir später zu. Also. Und dann sind wir wieder nach Hause. Dann sind wir wieder nach Hause, so. Genau. Jetzt und sitzen wir hier. Und harren der Dinge. Nein, jetzt wollten wir mal gucken, was wir denn so alles gekauft haben und wollen mal so ein bisschen gleich alle Überblick. Auf einmal oder einer jeder für sich? Alle gleichzeitig auspacken. Nachmachen. Und das Spiel ist, was sich der Ritz noch dazu überlegt hat, ist folgendes. Oh, lustige Idee. Gut. Wir haben uns überlegt. Okay, wir beenden. Ich muss weg. Wir haben uns überlegt, wir werden ein bisschen vom Klappentext vorlesen, sprich, dass man halbwegs weiß, worum das Comic geht, und werden jeweils den ersten Satz bzw. die erste Sprechblase aus dem Comic vorlesen. Wenn es denn ein Comic ist. Wenn es denn ein Comic ist. Und Svenny wird all seine Filme kurz anspielen. Nein. Ja, voll. Also jeden Film ein Zitat. Ja. Ich kenne die ja noch. Nee, aber da gibt es ja auch einen Klappentext, den kannst du dann auch gerne mal am besten sehen. So, dann würde ich sagen, im Uhrzeigersinn, Ritz fängt mal, gegen den Uhrzeigersinn, in dem Sinne, Ritz fängt mal an. Okay. Die andere Uhr. ja. Vielleicht hätten wir es vorher aus den Tüten rausnehmen sollen. Das kruschelt jetzt ein bisschen, aber das passt. Dass wir unboxen. Ja, also ich lese jetzt, ich habe mir von Splitter ein Frühling in Tschernobyl besorgt. Lese jetzt mal ganz kurz den Klappentext vor. Am 26. April 1986 findet der schlimmste Atomunfall des 20. Jahrhunderts in Tschernobyl in der Ukraine statt. 22 Jahre später begibt sich Emmanuel Lepage, ich denke mal, das ist ein Franzose, Tag für Tag an den Ort der Katastrophe. Man hat mir die Gelegenheit gegeben, zum ersten Mal eine gezeichnete Reportage zu machen. Ich werde nicht mehr nur die Welt betrachten, sondern eingebunden sein. Ein Aktivist eben. In diesem Beruf, wo man allein auf einer Seite herumkritzelt, scheint es mir, als würde ich die Welt durch eine Scheibe betrachten. Außen vorstehen. Diesmal würde ich die Welt unter meiner Haut spüren. Natürlich war es riskant, aber auch so aufregend. Ich würde die verbotene Region entdecken, wo der Tod umgeht. Hat mich schon mal sehr angesprochen. Jetzt wird es rascheln, denn ich habe das Ganze noch in original verschweißter Form hier vor mir. Und damit ich den ersten Satz, wie gesagt, vorlesen kann, mache ich jetzt erstmal kurz Lärm. Das ist kein Sammlerobjekt mehr. Oh mein Gott, er hat es ausgepackt. Nur für die Zuhörer, ich wollte schon sagen Leser. Nur für die Zuhörer. So, der erste Satz. Also, es gibt hier natürlich noch eine Widmung. Die werde ich jetzt allerdings mal nicht als ersten Satz zählen, sondern der erste Satz heißt... Schließ die Fenster. In der Zentrale gibt es einen Brand. Ich bin bald wieder zurück. Hui. Genau. Tja. Das war mein erster Comic. Genau, machen wir einfach mal reihum. Ach so. Immer ein okay. Eins raus. Gut. So ein bisschen wie an Weihnachten. Ja, ich habe mir Fatale Zeit reingekauft. Die ersten Bände habe ich auch schon da, aber noch nicht mal ansatzweise gelesen. Ich hoffe, sie werden schön, sonst ist es doof, dass ich alle drei Teile schon habe. Auf dem Rückentext steht drauf, ein drittes Mal entführt uns das Ausnahmegespann Ed Brubaker und John Phillips, bekannt durch Criminal und Incognito, in die düstere Welt ihrer Noah-Saga und überlassen uns gleich viermal eiskalt der fatalen Umarmung einer geheimnisvollen Schön. Die dunklen Tage der großen Depression, alte Geheimnisse des Mittelalters, gespenstische Prärien im Wilden Westen und ausgebombte Ruinen des Zweiten Weltkrieges.
Der dritte Band der Serie Fatale enthält vier miteinander verbundene Geschichten und jede ist ein Puzzleteil im Rätsel um die Femme Fatale. Dieses erstklassige Noir-Meisterwerk setzt einen unheilvollen Pfad durch die finsteren Epochen der Geschichte fort. LV Club, was auch immer, wer auch immer das sein mag, meint zu diesem Comic, jedes neue Kapitel von Fatale lässt die Finsternis noch schöner, schrecklicher und verlockender erscheinen. Paste Magazine kennt natürlich auch jeder. Diese atemberaubende von Jean Phillips meisterhaft illustrierte Erzählung ist und bleibt ein Muss. Nominiert für 6 Eisner Awards. Na, das muss ja gut sein. Moment, so, die erste Sprechblase. Texas 1936. Ich würde sagen, nimm noch eine. Ich bin jetzt raus. So, unten, da ist die Übersetzung von der Überschrift. Officer Nelson hat schon ein paar Stunden getrunken, als ihm klar wird, dass sie nicht zu ihm zurückkommen wird. Sehr normal. So, mal gucken, was nehme ich denn mal? Mal ein bisschen rascheln. Rache ich immer nicht. So. Oh, anspruchsvolle Kost. Anspruchsvolle Kost gibt's jetzt. Da kann doch wieder keiner lesen. So. Blau ist eine warme Farbe, habe ich hier. Mhm. Von Julie Marot. Es hat mich. Das ist nämlich jetzt auch verfilmt worden und da hat mich der Trailer auch schon interessiert. Und die Frau ist nackt auf dem Cover. Aber nur der Rücken. Schade. Von vorne sieht man sie leider nicht. Oh. Betonung liegt auf leider. Ja. So, der Klappentext. Mein blauer Engel, himmelblau, flussblau, Lebensquell. Das Leben von, wie heißt sie? Clementine kippt an den Tag, als sie Emma trifft. Mein Gott, nehmen wir die sich wie heute vor. als sie Emma trifft, eine junge Frau mit blauen Haaren, die sie alle Facetten der Lust entdecken lässt und ihr ermöglicht, sich dem Blick der anderen zu stellen. Eine einfühlsame Erzählung voller Zärtlichkeit. Oh, das klingt da ein bisschen schlüpfrig. Es ist auch schlüpfrig. Geht sie das Zit? Nein, das geht halt... Die Stufe weiter, würde ich sagen. Um so Lesben... ja, um Lesben im Teenager-Alter. Ne? Hättest du das gewusst, hättest du den auch geholt. Ne? Sogar mit... die sind nackt. Ja, eben. Es sind auch ein paar nackt... Also doch nicht so viel. Aber ein paar. Sei so gut und lies mal die erste Sprache. Ach so. Die kann man nicht lesen. Meine Liebste. Ach, das war schön. Ich kann auch den Satz noch vollenden. Der Satz ist nämlich in 3 verschiedenen Kästen. Na, dann mach mal. So, meine Liebste, wenn du diese Worte liest, werde ich diese Welt verlassen haben. Oh, das ist traurig. Oh, das klingt natürlich schon mal... Das klingt schon mal dramatisch. Ja. Das hatte ich auch. So. Dann der Lothar. Ja, nun weiß ich nicht. Ich habe ja nur englische Sachen. Das macht ja nichts. Das ist doch wunderbar. Kannst du trotzdem machen. Weißt du nicht, ob ich das auch immer auf so einwandfrei übersetze? Ach, warum? Also ich habe eigentlich ja überwiegend nur Hefte, also richtige Einzelhefte, ohne Klappentext, aber auch 2 Paperbacks. Ich fange mal mit dem einen an. Batman Incorporated Volume 1 Demon Star. Wer soll es jetzt auf Englisch vorlesen? Klar, oder? Ist einfacher. Race to rule the world by his mother, Talia, daughter of the villainous Ra's al Ghul. Young Damian Wayne rejected his tyrannical training and now battles evil alongside his father, the Batman. But her ever-growing cult, the global criminal conspiracy called Leviathan, is on the verge of extinguishing the light of justice, weiß ich nicht, everywhere. And once she's taken away everything the Batman cares about, she'll take away his son too. Oh, hast du das so? Okay. So, weiß nicht mal, ob das irgendeiner jetzt mal schnell aufs Deutsch übersetzen will, aber... Ja, mach du mal. Der wird's ein bisschen schneller als ich. Also im Endeffekt geht's darum, dass Talia... Die Mutter von Damian Wayne, also dem Sohn von Batman, die ihn dazu erzogen hat, dass er irgendwann mal die Welt regieren soll, so unter dem Motto. Und der sein
Training, sein tyrannisches Training hinter sich gelassen hat und jetzt gegen das Böse an der Seite seines Vaters kämpft. Moment. Uninteressant. Sie hat eine Global Criminal. Ja, okay. Es gibt eine globale Verschwörung, die sich, also Vereinigung, die sich Leviathan nennt. Und Ziel ist es, die Gerechtigkeit im Endeffekt auszulöschen. So, zack. Und es geht jetzt darum, sobald Talia es geschafft hat, Batman alles wegzunehmen, wofür er steht, wird sie ihm auch seinen Sohn wegnehmen. Mhm. Ja, also im Endeffekt, sie will dafür sorgen, dass Batman seinen Sohn verliert. Mhm. So, dann suche ich mir mal noch den erste Sprechblase aus. If there are any future reunions of the Club of Heroes, count me out. Count me out. Gut. So, ich fange mal mit der Brust an. Oh, das raschelt auch schön. Juhu, juhu. So, auch spezielle Empfehlung aus dem gestrigen Podcast oder Podcast-Teil von Witz habe ich mir mal zugelegt: Archer and Armstrong. Yay! Yeah. ich mache das gleich richtig. Ich mich nicht bloßstellen möchte. Also, ich fasse es mal ganz kurz. Kann ich meine Comics auch immer dir geben, auch wenn er deutsch ist? Nein. Du meinst, dann verstehst doch du sie. Ja. Also, es geht darum, dass der 18-jährige Obadiah Archer, der von seinen Eltern, einem Priester und einer Senatorin, glaube ich, war das, in einem Freizeitpark, ähnlichen christlichen Freizeitpark, großgezogen wird, die aber gleichzeitig im Endeffekt etwas verbirgt. In Wirklichkeit sind die Teil einer großen Sekte, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Sie auf jeden Fall bilden Archer dazu aus, ein Killer zu werden. Archer hat ungefähr noch 50 weitere Geschwister, gegen die er täglich kämpft und ja, alle werden im Endeffekt zu Killern ausgebildet. Er ist aber der Beste und soll sich also auf die Suche nach dem, der nicht genannt werden darf, aufmachen, um ihn zu töten. Der nicht genannt werden darf, ist der spaßliebende, bierliebende, alkoholliebende, frauenliebende Armstrong, ein Unsterblicher. Und jetzt geht es darum, er soll ihn im Endeffekt ausschalten und wie die beiden es im Endeffekt schaffen, sich zusammenzuraufen und im Endeffekt auch gegen die Sekte anfangen zu kämpfen. Also sehr, sehr lustige Geschichte. Bisschen wie Kapp und Kappa. Ja, ein bisschen wie Kapp und Kappa. Jetzt erklär mir aber, wie du die zusammenbringst. So, und die... Ja, stimmt, Kappa wird auch... Nee, okay. oh Gott. Ja. Nee, das lese ich nicht vor. Ersten Satz, Steffen. Ja, Ancient Mesopotamia before the Great Cataclysm. Aha. In Klammern, it's Tuesday. Ja. Ja, das war jetzt im Endeffekt die Situationsbeschreibung. Lass doch mal die erste. Ach so, der erste Satz. Erste Sprache. Gilad or Chilad? Gilad. Gilad Anipada. Would not want this brother. Would not want this brother. Brother. Okay. Gut. Ist ein Satz. Ist ein Satz. Gut. Dann bin ich bei meinem zweiten Comic angelangt. Es ist in diesem Fall Black Sad, Ausgabe Nummer 5, erschienen im Carlsen Comics. Die Ausgabe heißt dieses Mal Amarillo. Und auf dem Klappentext steht: Wer bist du, dass du über mich urteilst? Was hast du, dass du dich über mich erhebst? Poesie und Mumm. So. Der erste Satz. A, Agel, Glu, Glub, Glub.
Sag mir, wer ist der größte Dichter aller Zeiten? Du hast nur eine Antwort frei. Sehr schön. Kurz zur Erklärung, da wird einer in den Pool getunkt. So, mal gucken, was ich noch in meiner Tüte habe. So, das sieht schon mal ganz schön blutig aus. Das ist Zombies Teil 3, Handbuch der Verwesung von Peru und Schulli. Erschien im Splitter Verlag. Der Rückentext ist: Hoffnung ist eine Tugend der Sklaven. Ein bisschen raschel. Er packt es aus. Wollte ich doch gar nicht lesen. Ich wollte es nachher wieder zurückbringen. So, jetzt muss ich jetzt mal das ganze Comic durchblättern, bis eine Sprechblase erscheint. Schönes Bild, schönes Bild. Das Schlimmste, wenn man das Ende der Welt überlebt, ist zu wissen, dass man verdammt ist, was auch geschieht. Tiefgründig. So tiefgründige Comics heute. Ja, mit Zombies. Das lese ich gleich mal durch. Zombies gehen immer. Auf den Klappentext eigentlich schon? Mehr war da nicht. Achso. Ach, kein Klappentext drauf. Okay. Ja, ein bisschen. Den habe ich ja schon vorgelesen. Achso, genau. Ja. Du hast auch gesagt, das ist vom Splitter raus. Vom Splitter, genau. Okay. Dann darfst du das lesen und Emil macht mal weiter. Ja. Ich mache jetzt weiter mit meinem zweiten Buch. Auch wieder nackte? Nein, ich glaube nicht. Ich habe jetzt keine Naschen beim Durchblättern gesehen. Ist ja enttäuschend. Und der ist trotzdem mitgenommen. Hast du dafür Geld ausgegeben? Ja, ja, das habe ich. So, der Band heißt Das Schweigen unserer Freunde. Mhm. Ne, von Mark Long, Jim Demonakus und Nate Paul. In welchem Verlag ist es? Egmont Graphic Novel. Mhm. Mhm. Ne? Also jetzt der Rücken, der Klappentext. Schöner Rücken kann auch. Der Rückentext. Houston, Texas, 1968. Zwei Familien, die eine schwarz, die andere weiß, finden zusammen inmitten eines Konfliktes, der sie auseinanderzureißen droht. Ne? Also okay. Spielt quasi in Amerika, in den 60ern halt. Mhm. Und hat halt diese schwarz-weiß Problematik oder Thematik. Mhm. Mhm. Hm? So. Der erste Satz. Der erste Satz, sag mal, Finn. Das ist nun eine das Seite. Comics, ne? Ja. Ja. Ja, Moment, ich muss mal wieder, das geht ja über zwei Panels hier. Feinde gesichtet. Ich schleiche mich an sie ran. Das war so ein Junge, der spielt halt. Mhm. Ja, so anschleichen. Mhm. So, das war's wieder von mir. Hat fein gemacht. Schön. Ja, dann bin ich wieder an der Reihe. Ich habe mir auch noch das zweite Paperback vom Nightwing geholt, aus dem DC-Verlag. Mhm. Night of the Owls, damit das aus der Storyline noch gefehlt hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich es wieder vorlesen soll, ob es leichter Ritz macht. Vielleicht besser. Lass mal lesen. Gut, dass der Ritz jagt. Also im Endeffekt, ich denke, viele von euch haben die Knights of the Owl Storyline bestimmt gelesen. Es geht im Endeffekt darum, dass in Gotham eine Organisation rumrennt, die sich, wie heißen die eigentlich? Owls? Keine Ahnung. Der Rat der Eulen. Okay. Und die haben eben einige Killer, die eben alle irgendwie Talents genannt werden. Und nun ist es so, dass Nightwings Rolle in diesem ganzen Crossover wohl auch etwas größer ist und er sich jetzt eben sowohl gegen ein paar Talents behaupten muss, als auch wohl noch anderweitig mit diesem Rat der Eulen zu tun hat. Zu tief will ich da gar nicht drauf eingehen, weil der Kollege mir gegenüber das ja noch lesen möchte. Naja, ich meine, diese Verbindung Eule und Talent und also Klaue hat man ja schon häufiger oder schon länger im DC-Universum beziehungsweise in einer alternativen Realität beim Crime Syndicate gehabt. Ne? Mhm. Gibt es ja den Owlman und der hat ja dann Talon als Sidekick. Ganz genau, richtig. Dabei gehabt. Und das, darauf spielt es wohl auch so ein bisschen an, das so ein bisschen in das Universum zu transportieren. Mhm. So, ich muss ja dann... Ich muss meine erste Sprechblase. Impressive Aim, Son.
Quite impressive. Aha. Aha. Ah, danke. Egal. Okay. Das packt der Steffen jetzt mal aus, genau. Auf die Empfehlung ebenfalls von Ritz. Lass ich mir relativ viel empfehlen. Ich bin der Kaffee auf der Kopf. Nein, das sollte sein. Das sollte sein. Das Cover sieht so aus. Habe ich mir den Softcover-Band von Wave and Smile gekauft, ebenfalls im Carlsen Verlag erschienen. Graphic Novel Paperback scheint da eine neue Schiene zu sein. Das Ganze gab es auch schon als Hardcover. Mhm, genau. Und Winken und Lächeln war die Strategie der ISAF-Patrouillen in Afghanistan oder ISAF-Patrouillen in Afghanistan, wenn sie ihre Camps verließen. Kunduz, 2009, 8 Jahre nach Beginn der NATO-Mission. Die Sicherheitslage hat sich dramatisch verschlechtert. Die ISAF ist nur noch in gepanzerten Fahrzeugen und schwer bewaffnet unterwegs. Hauptmann Chris und Hauptfeldwebel Marco stehen dem bis... sehen den Besuch der Fotoreporterin Annie als willkommene Abwechslung und nehmen sie sogar zu einem gefährlichen Einsatz mit. Als ihr Helikopter unter Beschuss gerät und im afghanischen Niemandsland notlanden muss, beginnt eine Geschichte, die in der es um mehr als nur ihr Überleben geht. Ja. Das gibt's aber auch auf Deutsch, oder? Das ist auf Deutsch. Ach so, weil die Überschrift hier Wave and Smile eigentlich ist. Deshalb. Genau. Ja. Winken und Lächeln, Marti. Ja, das war das, was ich erklärt habe. Ich hätte jetzt keinen deutschen Klappentext lesen können. Mhm. So. Ein Schluck Cola. Ja, ich habe ihn noch für heute. Die erste Panel, und die erste Seite kommt komplett ohne Panel aus, gelehrt nur den Ort, und zwar Afghanistan, Provinz Kunduz 2009. Und die erste Pen, oder die erste Sprechblase. Unglaublich grün dieser Sommer. Nicht wie 2006. Ja. Gut. Ich greife mal in die Tüte und ziehe gleich 2 Comics raus. Gleich 2. Denn, ja, das sind Teil 1 und 2 einer Serie, die nennt sich Kililana Song. Kililana Song. Der erste Teil heißt Eine Kindheit in Kenia und der zweite Liangos Lied. Erschienen? Erschienen ist das Ganze bei Schreiber und Leser. Ah, ja. Mhm. Autor, ich weiß nicht, ob Autor und Zeichner. Es steht zumindest nur ein Name drauf. Ja, genau. Zeichnung und Szenario von Benjamin Flau. Mhm. Ja. Ich lese mal ganz kurz den Klappentext von Teil 1 durch. Lichtdurchflutete Nachmittage auf der Kaimauer mit den Freunden Selim und Hassan. Herrliche, naive, weiße Touristen, die lukrativen Botengänge nach frischem Kat, was ist Kat? Also Q-A-T geschrieben, für den alten Nakuda und nicht zuletzt Tantchens köstliche Fischgerichte. Es ist eine reiche Welt, in der Naim aufwächst, dieses Lamu an der Küste Kenias. Bevölkert von rachsüchtigen Djinns, schnippischen Huren und kreativen Koksnasen aus Europa. Eine Welt, die durch geschäftssüchtige Baufirmen und willfährige Behörden gefährdet ist. Lamu, die magische Steinstadt im Teil des Weltkulturerbes. Und der Klappentext vom zweiten Teil. Während die globale Realität des Städtchens Lamu an der Küste Kenias überrollt, sprechen die Geister zu Naim und dem Alten. Die Gebeine des Kriegers Liongo Fumo aus der Legende müssen eine neue Ruhestätte finden, geschützt von den riesigen Baumaschinen. Spannung zwischen Tradition und Tourismus gab es in Lamu schon vorher. Aber jetzt soll ein Hotelkomplex mit Golfplatz gebaut werden, dazu ein Tiefwasserhafen und eine Raffinerie samt Pipeline. Ganz wehrlos sind die alten Geister allerdings nicht. Wenn Liongo es will, dann bläst der Wind, schäumt die See und sein Lied rührt Menschen zu Tränen. Also das hat mich irgendwie angesprochen, deswegen habe ich mir gedacht, das besorge ich mir. Kurz die ersten Sprechblasen jeweils. Also in Teil 1, erste Sprechblase. Abdullah, du Hornochse, sag schon, was los ist. Wenn das jetzt noch dazu passt. Und in Teil 2 ist der erste Satz. Fuck.
Das ist doch schön. Ja, bei mir wird es jetzt langweilig, weil mehr Comics habe ich nicht gekauft. Aber im Moment bin ich auf einen Horrorfilm-Trip und ich habe schöne Horrorfilme entdeckt. Zum Beispiel Hellraiser 2. Uncut-Version. Kriegt man nicht so leicht in Germany. Auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut. Wie gesagt, den Film nehme ich mal mit, vorsichtshalber, bevor ihn jemand anders kauft. Oder die Polizei kommt. Oder die Polizei. Vielleicht kommt die jetzt immer noch. Also bitte nicht petzen. Ich lese mal schnell den Rückentext. Hellbound, Hellraiser 2, basierend auf Clive Barkers Buch. Nach den grausamen Vorfällen im Haus ihrer Eltern kommt Kirsty, die einzig Überlebende, in ein Sanatorium. Der Arzt Shenard zeigt großes Interesse an Kirstys Fall. Aber nicht um ihr zu helfen, sondern um hinter das Geheimnis des Würfels und der Zenobiten zu gelangen. In einem blutigen Ritual lässt Kirstys tote Mutter wieder auferstehen. Das klingt doch schön. Ja. Und den ersten Satz jetzt? Ich schätze mal, der ist sowas wie. Ah! Seid ehrlich, den habt ihr voll. Emil. Jawohl. So, mein nächstes Büchlein ist Saga aus dem Koskalt Verlag. Oh, der erste Band. Ja, der erste Band. Das war auch schon der zweite raus, aber ich habe mich erstmal auf den ersten. Ne? Ich glaube, das wird dir gefallen. Ja, wir auch. Schon wieder nackt. Nein, der soll ja ganz gut sein. Unter anderem. Ja, weißt du, ist oh ja, und das erste Panel. Oh. Ja, das erste Panel ist super, da freue ich mich schon drauf. Weißt du, der ist doch eingeschweißt, ich weiß es nicht. Auspacken, auspacken. Ja, lass mich erstmal den Klappentext. Ja, okay. Muss ich auch hier die Frankfurter Neue Presse quatschen eigentlich, ne? So, da unten. Saga ist die mitreißende Geschichte einer jungen Familie, die dafür kämpft, ihren Platz im Universum zu finden. Als sich zwei Soldaten aus den Reihen der sich gegenüberstehenden Seiten eines niemals endenden galaktischen Krieges unsterblich ineinander verlieben, sind das nicht gerade rosige Bedingungen für eine funktionierende Beziehung. Doch Alana und Marco riskieren alles, um ihr Neugeborenes vor den Gefahren der Welt voller Überraschungen und seltsamer Charaktere in Sicherheit zu bringen. Jetzt. So, jetzt muss ich da immer das Geschweiß hier aufmachen. Ob man dazu genügt. Solange du da aufmachst, kann ich ja sagen. Saga ist im Endeffekt sowas wie die moderne Version von Romeo und Julia. Nur noch viel cooler. Fantastisch. So. Jetzt Freude. Ich habe genau das bitte vorlesen. Alles, was da steht, vorlesen. Auch da oben das Stück? Ja, das kannst du auch vorlesen. So geht ein Gedanke zur Realität. Kacke, was? Lies es vor. Lies es vor. Ja, okay. Takt dran. Kann nichts passieren. Kacke ich? Es fühlt sich an wie Kacken. Ja, das ist schön. Das ist dein Niveau. Ja. Ja, das ist mein Niveau. Da freue ich mich schon. So. Ja, ich denke, ich kann den Ball gleich weitergeben an Steffen, weil ich einfach keine weiteren Paperbacks habe. Und hast du noch Gratis-Comics, hast du ja. Ja gut, das machen wir dann extra. Ja, wir haben ja keinen Klappentext und so weiter. Und das haben wir einfach nur, was wir mitgenommen haben. Ja. So, okay. Dann mein letztes, was ich... Wir haben schon den letzten. Der Band. Ja, irgendwo müssen wir mal abkürzen dann. ist ein Band, der da heißt Holmes. 1854 und geboren und Todestag, also Todesjahr 1891 und das aber mit einem Fragezeichen. Aha. Und erster Band heißt Abschied von der Baker Street und beschrieben wird das Ganze auf dem Klappentext so. Am 4. Mai 1891 stürzt Sherlock Holmes die Reichenbach-Fälle hinab und nimmt seinen ärgsten Feind Professor Moriarty mit in den Tod. Mord? Selbstmord? Oder spielt der geniale Detektiv bloß ein Spiel mit uns? An der Seite von Dr. Watson begeben wir uns auf die Spur des Verschwundenen und schon bald beginnt ein komplexes Verwirrspiel mit immer neuen Wendungen. Und sowas kriegt man mich natürlich immer schnell.
Das erste Panel, der erste Satz. Oh. Er schreibt hier Briefe, die kann ich gerade nicht so wirklich entziffern. Ich würde jetzt mal das erste Gesprochene nehmen. Genau. Mrs. Hudson, um Himmels Willen. Himmels Willen. Aber jetzt Willen. Bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Lies weiter vor. Um Himmels Willen ist immer ein guter Anfang. Okay, um das Ganze noch etwas. Die Ausbitterchen gerügt. Nee, um noch ein bisschen Spannung reinzubringen. Ich bin es, Constable Field, Miss Hudson. Ah. Ja, das hat die Spannung erhöht. Ich sehe es alle losrennen, wie sie das jetzt so. Mein nächstes Hardcover, das ich mir gekauft habe, heißt Unsichtbare Hände. Erschienen beim Avant Verlag und geschrieben und gezeichnet, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieh an, da ist tatsächlich sogar eine Widmung mit drin, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Wie toll ist das denn? Das Ganze ist von Will Tietäväinen. Ein Danke. Wenn die Charaktere alle so heißen, also dann kann es gefährlich werden. Aber ich lese mal den Klappentext vor. Also macht euch mal bereit, das ist ein langer Klappentext. Deswegen habe ich nur Comics gekauft mit wenig Klappentext. Mehr Bilder. Also. Da steht. Wir hätten ja ganz andere Sachen gekauft. Wenn etwas so geschützt wird, muss es wertvoll sein, oder? Das ist so mal als Überschrift. Und dann geht's los mit. Für die nächtliche Überfahrt über die nur wenigen Kilometer breite Straße von Gibraltar, die Marokko und Spanien, Afrika und Europa, dritte und erste Welt voneinander trennt, verlangen Schlepperorganisationen 2500 Euro. Für den Tagelöhner und Schneidergehilfen Rashid, der in den Armenvierteln von Tanger um das tägliche Überleben kämpft, ist das der Verdienst von 2 Jahren. Doch die Festung Europa lockt. Wenn etwas so geschützt wird, muss es doch wertvoll sein, oder? Um seine Familie zu versorgen, begibt sich Rashid auf die Haraga, die illegale Einreise in die Europäische Union. Für den Traum von einem besseren Leben verpfändet er seine Zukunft. Als moderner Schuldknecht ohne Rechte muss er auf den Treibhausplantagen im spanischen Almeida die Kosten für seine Reise abarbeiten. Nach und nach eröffnet sich für Rashid das ganze erschreckende Ausmaß der Situation der afrikanischen Flüchtlinge und Papierlosen in Europa, die zu Hunderten auf dem Weg nach Europa ertrinken oder in Spanien unter sklavenähnlichen Bedingungen Lebensmittel für die westeuropäischen Discounter produzieren. Für seine aufsehenerregende Graphic Novel Unsichtbare Hände hat der finnische Autor und Illustrator Will Tietäväinen in Marokko und Spanien intensiv recherchiert und mit Flüchtlingen, Schwarzarbeitern, Grenzbeamten und Menschenhändlern gesprochen. 5 Jahre hat der Comicautor an seinem wichtigsten Werk gearbeitet. Die Graphic Novel löste in Finnland eine Kontroverse aus und avancierte zum Bestseller, ausgezeichnet mit dem Finlandia-Preis. Unsichtbare Hände erzählt eine fiktive, aber exakte dokumentierte Geschichte, wie sie in Europa jeden Tag passiert. Der erste Satz aus dem Comic. Also hier ist ein langes Vorwort, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen. Okay. Gehe ich mal weiter. Lob und Preis Allah, dem Herrn aller Weltbewohner, dem gnädigen aller Erbarmer, der am Tag des Gerichts herrscht. Also ja, gut. Genau. Klingt nach mehr. Das klingt nach mehr. Ja. Also den Band hat der Blitzstorm im letzten Podcast, der jetzt noch nicht leider noch nicht fertig geschnitten ist. Hat er ihn auch besprochen? Ja. Ja, klasse, umso besser. Ja, ich kürze das mal ab mit meiner Filmsammelei. Ich habe mir noch 2 weitere Filme geholt. Einmal ein Klassiker mit Dolph Lundgren, den kennen wir alle. Direct Contact, natürlich auch Uncut. Geht ca. 90 Minuten, hat natürlich die übliche Haut drauf Aktion. Etwa nicht. Den muss jeder schon mal gesehen haben. Auf jeden Fall ein Typ, ja, der Dolph Lundgren Film. Wenig Story, viel Action, viel Krawum und irgendwann ist der Film vorbei. Des Weiteren habe ich einen Film von Dario Argento mitgenommen. Der nennt sich Phänomena. Eine Produktion aus, glaube ich, Mitte 80er. Wollte ich schon immer mal wiedersehen. 1985 steht zumindest hier drauf. Mit der damals noch recht jungen und hübschen Jennifer Connelly. Donald Pleasance. Ich hoffe, ein sehr fantastischer und sehr verspielter Film.
und dementsprechend freue ich mich darauf. Schön. Batterien. So, bin ich schon wieder dran? Ja, wenn du magst. Ja, also der nächste Band ist Punkrock Heartland vom Männerschwarm Verlag. Oh. Okay. Wo hast du das denn ausgegraben? Das war auch bei Modern Graphics, glaube ich. Tatsächlich. Okay. Ja. Ich glaube, das war in der Pink. Okay, in welchem Eck war das? Da oben bei den Graphic Novels lag okay. irgendwo rum. Der Männerschwarm Verlag. Ja, Männerschwarm Verlag. Habe ich auch noch nie das gehört. Das ist aber. Ja super. Ich glaube, da geht es sogar um so Schwule, um schwule Punker oder so. Ja. Lies doch mal den Klapp. So. Vielleicht erinnert uns schon mehr. Ja. Also, Bass liebt Zottel, aber Zottel weiß nicht, was er will. Bass versucht sein Leben einen neuen Sinn zu geben und landet im Knast. Als die beiden 5 Jahre später wieder aufeinandertreffen, ist eins noch dasselbe. Bass liebt Zottel, aber Zottel weiß nicht, wie er, was er will. Das klingt ja täuscht. Und jetzt ist die Frage, wie schreibt sich was? Was? Weil was liebt Zottel? Das war für mich eine was Frage. Bass. 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 Ach, Bass. Okay. Bass. Okay. Bass. 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 Ja, keine Ahnung. Bass. So heißt er auf jeden Fall. Okay. Ne? So. Jetzt den ersten Satz. Hi, Dad. Bist du schon in Hamburg? Thomas und ich warten schon auf dich. Mhm. Ja. Das heißt, das Ganze beginnt mit einem Telefonat. Ja. Verstehe. Ja. 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 Würde ich so sagen. Gut. Ne? So. Hast du noch hier? Die beiden haben, glaube ich, nichts mehr. Ne? Ihr habt nichts mehr? Ja. Ich hätte sogar noch ganze 3 weitere Comics. Mhm. Dann mache ich mal weiter mit Mutterkrieg. Auch vom Splitter Verlag. Es ist ein sehr dicker Band. Das liest du uns jetzt komplett vor. Das lese ich jetzt einmal komplett vor. Wir haben also die nächsten 4,5 Stunden. Nein. Also, das Ganze ist spielt im Januar 1915 mitten in der lausigen Champagne. Seit 6 Monaten wütet der Krieg in Europa. Seit 6 Monaten fordert er täglich tausende Tote. Überdies versetzen 3 Frauenleichen an der Front den Generalstab in Angst und Schrecken. 3 kaltblütig ermordete Frauen. Und auf jeder Leiche liegt ein Abschiedsbrief. Ein vom Mörder verfasster Abschiedsbrief. Ein mit dem Schlamm der Schützengräben versiegelter Abschiedsbrief. Aha. Und der erste Satz. Ich fiel einmal vom Dach parterre. Doch schuld daran war nur Voltaire. Nasen hatte ich irgendwo. Doch schuld daran ist nur Rousseau. Da wird wohl gesungen. Das ist weiterlesen. Weiterlesen. Ja? Nie träumte ich, dass Notar ich wäre. Doch schuld daran ist nur Voltaire. Ich bin ein Vöglein, klein und froh. Doch schuld daran ist nur Rousseau. Naja, okay, dann noch. Das erste Klagelied. So geht es jetzt weiter bis zum Schluss. Nur. Ja. Alle 394 Seiten. Ein Musical. Warum kannst du die Melodie jetzt nicht? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich kenne das Lied nicht. Noch ganz kurz dazu. Geschrieben wurde das von Chris. Zeichnungen und Farben sind von Mael. Ich habe hier nur diese beiden Namen stehen. Oder Nachnamen zu teuer? Ja, scheinbar. nein, aber das ist ja wie so oft im Französischen, dass die sich nur über die Vornamen oder Künstlernamen definieren. Und, ja. Von beiden sind schon einige andere Werke erschienen. Chris hat unter anderem bei Splitter auch die Welt von Lucy rausgebracht. Von Mael sehe ich hier momentan nur von Knesebeck in der Strafkolonie. Und alles andere sieht mir noch stark französisch aus und ich weiß nicht, ob das auf dem deutschen Markt schon rausgekommen ist. Mhm. Genau. Ja. So. Das hat noch was zum Film? Ich also, du hast ja beide schon Filme ich schon bin pleite. So. Ich bin raus. Ich habe da noch 2 Hefte von Condor. Die ich noch nicht hatte. Toll. Einmal Spinne Comic Album Nummer 53.
und Marvel Comic Stars Nummer 8. Das habe ich auch. Das ist toll. wie bei Condor üblich haben die natürlich keinen Klappentext. Also gehen wir direkt. Und das Papier riecht gut. Zu dem ersten. Obwohl. Ah, oh, schön. Schön nach Toilette. So. Der erste Satz. Gesprochen natürlich vom Spider-Man. Dacht, wie ich das von mir aus vermute. Ja. Wer immer das da oben auch ist, beobachtet er mich oder die unheilvollen sechs. So heißt der Film dann auch in Deutsch. Ja, ja. Wahrscheinlich. Darauf können wir oder uns alle. So, das war der erste Satz von dem Comic-Album 53 und von Comic Stars. Wenn Allvater Odin befiehlt, muss Thor gehorchen. Ja, das ergibt ja Sinn. Gezeichnet von Jack Kirby. Nee, von wem ist es denn gezeichnet? Jack Kirby. Tatsächlich von Jack Kirby. Ja, klasse. Das hab ich das gesagt. Das heißt also ein wirklicher Klassiker. Schön. Ja, ja. Super. So, du bist komplett durch mit deinen Werken? Ich habe noch Merchandising sonst. Okay, ich habe noch zwei Comics hier vor mir liegen. Das eine ist Prophet, Paperback Nummer 1 von Image. Das Ganze auf Englisch. Mit dem Untertitel Remission. Ich kann dazu jetzt eigentlich noch gar nicht viel erzählen. Es ist wohl eine Zukunftsgeschichte. Viele haben es schon gelesen, was ich so in verschiedenen Foren gelesen habe. Die haben da sehr, sehr viel vorgeschwärmt. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich mir das jetzt besorgt habe. Von den Zeichnungen her bin ich momentan sehr angetan. Und ja, möchte mir jetzt noch gar kein Urteil erlauben. Das werde ich dann nachher machen, nachdem ich es gelesen habe. Das andere ist Fables Nummer 19, Snow White. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weiterzulesen, weil ich die letzten 18 Paperbacks in den letzten 6 Monaten nochmal komplett von Anfang an durchgelesen habe. Und da jetzt endlich die Geschichte weitergeht, freue ich mich schon drauf. Sehr schön. Ne? So, ganz kurz noch, wer hat irgendwie Merchandise und möchte kurz drüber sprechen? Ich habe Merchandising. Lothar, du hast auch. Ich habe auch Merchandise, aber. Wollt ihr drüber sprechen? Oder? Ja. Also ich nicht so unbedingt, weil wir auch so ein bisschen unter Zeitdruck sind. Ja. Ich sag mal kurz, was ich geholt habe. Genau. Okay. Einmal. Und für wen vor allem, ne? Ja. Für meinen Sohnemann ein Super Mario Kart. Let's go. Von Super Mario Kart 7. Jetzt hast du es ihm schon verraten. Ja, ich bin auf Schweiz live. Mal gucken, wer schneller zu Hause ist. Und dann einen Gremlin, den Lenny. Ne? Letztes Jahr habe ich mir schon den George gekauft und diesmal habe ich mir halt den Lenny gekauft. Ne? Bin dann Gremlins, Gremlins sind immer cool. So, und natürlich dann eine Green Lantern. Nämlich die Soranik Natu. Mhm. Und dann habe ich noch mal für die Kids. Meine Kids noch jeweils einmal von Spider-Man bau dir deinen Superhelden. Das kann man irgendwie so bei einem Superhelden aus so Papierbögen basteln. So. Mhm. Ne? Das ist sehr cool. Ja. Und dann habe ich noch, wo habe ich es denn hingetan? Irgendwo habe ich noch was. Ah ja. Dann habe ich auch noch für meine Tochter so ein kleines Hello Kitty Comic, aber da ist kein Text drin. Von daher kannst du selbst schreiben. Ja, da reisen die, glaube ich, irgendwie um die Welt oder so. Das ist gelogen, da ist ja wohl Text drin. Oh, ho. Ja, und hier steht auch was. Oh ja, Busan, South Korea. Ja, aber die reden ja nicht wirklich da. Ja, sie reden nicht, aber Text ist trotzdem drin. Klasse. Ne? Okay. So, das war mein Merchandising. Mhm. So, also dann lesen wir doch gerade noch schnell die gratis Comics oder sagen wir schnell, was jeder da. Free Comic Books. Free Comic Books. Ist der Englisch. Genau. Genau. Das ist der Englische, genau. Der Deutsche ist der nächste Woche. Genau. So. Wer möchte anfangen?
Fang du ruhig wieder an. Dann fange ich wieder an. Alles klar. Ich habe mir nur ein einziges Free Comic geholt. Das ist in diesem Fall von Image und Top Cow gemeinsam Rise of the Magi. Rise of the Magi, so wie ich das jetzt gelesen habe, hat auf dem Cover ein schönes Bild, wo ein Graffiti-Künstler unter anderem Die Witches auf den Boden geschrieben hat. Soll also wohl um schwarze Magie und... nein, das ist Deutsch und heißt Die Bad Die. Die Witches. Genau, das war's von mir. Okay, dann macht der ja, weiter. Ich habe einmal von DC Futures End mitgebracht. Das ist, glaube ich, ist das der neue nächste Event oder was war das? Das ist eine wöchentliche Serie, die jetzt bei DC rauskommen wird. Ja. Okay. Habe ich mir das einmal mitgenommen. Und Guardians of the Galaxy von Marvel habe ich mir einmal mitgenommen. Passend zum bald startenden Kinofilm. Passend zum bald startenden Kinofilm, wo ich schon sehr gespannt drauf bin. Und dann habe ich mir natürlich noch SpongeBob mitgenommen. Wie passt das? So. Ja, ich habe also auch von Marvel Guardians of the Galaxy und von DC Futures End. Und dazu habe ich mir noch mitgenommen Teen Titans Go. Eigentlich nicht so ein Ding, wo ich sage, das müsste ich jetzt unbedingt haben, aber für umsonst habe ich mir gedacht, kann ich es einfach mal mitfühlen. Genau. Einmal testen, genau. Gut. Und ich habe auch Futures End und Teen Titans Go von DC. Dann aber nicht die Guardians, sondern was vom Mutterkonzern. Und zwar Uncle Scrooge and Donald Duck. Der Mutterkonzern. Sehr gut, genau. Wunderbar. Hier ist wieder Studio Berlin, der Comic Cookie. Cookie! Juhu! Cookies. So. Ja, wir haben uns einen Film angeguckt. Ja. The Amazing Spider-Man 2. Ja. Ein sehr schöner Film. Und ich habe eine Haarnadel gewonnen. Eine grüne. Ne? Das lenkt doch nicht immer vom Thema ab. Und wir wissen, die Zuhörer ja nicht. Erstmal muss man natürlich auch erwähnen, dass wir alle schon fast 12 sind und deswegen den günstigeren Eintritt gekriegt haben. Psst. Dank Steffen. Ja. Wo wir gestern was gefunden haben, den entscheidenden Klick habe ich gemacht. Ein Hoch auf Lothar. Ja. Danke. Bei meiner Größe wäre der Fehler durchgekommen. Ja. Achtet immer auf die Vereinskasse. Ja. Du hast dich nicht rasiert. Nee. Aber. Dann kommen wir doch mal zum Film selbst. So. Also wir müssen dazu sagen, wir haben es uns im IMAX angeguckt, dem größten. Der größten Leinwand. Wer klappert hier? Der größten Leinwand. Ich klapper gleich ein bisschen an dir. Lass mich doch klappern. Größten Leinwand Berlins. Genau, und das Ganze befindet sich im Sony Center am Potsdamer Platz. Werbung. Schleichwerbung. Ja. Das ist auch nicht mal geschlichen. dafür haben wir einen mäßigen Eintritt gekriegt. Die Sendung, das erwähnt das doch die nicht Sendung wird finanziert durch Produktplatzierung. Genau. Wir haben jetzt hier so die riesigen Sony-Boxen aufgebaut. Ich habe gerade im Teufels Küche, ne? Das wisst ihr. Und dann nochmal zu erklären, wir haben ja per Internet vorbestellt. Ja. No, per Download-Stream. Ja, aber falsch. Irgendwie falsch. Egal. So, zum Film. Der Film war schön. Ja. Aber ja, der war richtig Brillen gut. Gekriegt und dann ging es los. Ja, aber auch sehr schön. Schönes, geräumiges Kino. Ja, oder? Schön groß. Ja. Auch schönes 3D. Ja. Ja, schön die Kamerafahrten durch die Schluchten, die Häuserschluchten, aber sehr schön. Ja. Haben wir schon verraten, was wir geguckt haben? Ja, The Amazing Spider-Man 2. Wie hieß der Film? Wobei mir jetzt der Untertitel entfallen ist. The Rise of Electro. Genau. Man sollte vielleicht erwähnen, dass sich der Mensch an der Popcorn stand, als Nicht-Comic-Fan geoutet hat. Indem er mein Flash als Elektro identifiziert hat. Wobei auf dem T-Shirt auch ein paar Blitze zu sehen. Ja. Er hatte froh, dass er sein eigenes Popcorn nicht in die Ohren geschleudert hat. Schön, diese Anekdoten zum Film. Ja. Kommen wir doch mal zum Film. Achso, da wollten wir auch noch hin. Ja, wie es der Titel so schön sagt, ist der Spider-Man da im Mittelpunkt. Wer? Spider-Man. Der Spinne. Ich kenne nur die Spinne. Auch genannt die Spinne. Ich kenne nur die Spinne. Ja, wobei es also im Film auch immer wieder Wortspielereien mit Amazing gibt. Ja? Ja. Also wird immer wieder erwähnt. Das ist auch klar. Amazing, dass Amazing. Ja.
Sie sollten sich Amazing Spider-Man also, nennen. Man kann sagen, Spider-Man hat sich in seine Rolle vereinbart. Ja. Gut arrangiert. Arrangiert. Amazing Sepiert. Und ist in New York angekommen quasi. Also auch, und zwar von der Polizei immer noch nicht ganz akzeptiert, aber... Die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn scheiße. Ja. So wie in den Comics halt auch. Ja, das hat man gut transportiert. Ja. Ja. Ne? Ich hab einen überrascht. Bis ein Elektro auftaucht. Genau. Und der hat Blitze geschleudert. Was wiederum sehr gut aussah. Ja. Also was mir besonders an Elektro aufgefallen ist. Am Anfang habe ich erst gedacht, ups, ich gucke gerade Watchmen. weil die Effekte sehr, sehr stark an Dr. Manhattan erinnert haben. Wobei man wiederum Fairness halber sagen muss, dass man sich genau die Effekte damals lieber gewünscht hätte. Das ist wohl wahr. Aber ja gut, das ist auch wieder ein paar Jahre dazwischen. Aber nett war halt wirklich, dass du teilweise wirklich genau den Aufbau, wie es damals bei Dr. Manhattan war, aufgelöst. Erst erscheint das Nervensystem und dann der blaue Körper. Ja. Und dann jeder erwartet schon, dass er dann nackt da steht und hat einen schwarzen Schlüpfer an. Genau, weil alle natürlich enttäuscht. Wo guckt ihr denn hin? Ins Gesicht. Viper. Ja. Nein, man hätte ja natürlich nichts gesehen. Also, ich wollte auch nichts sehen. Da hätte es geglänzt. Aber da waren auch die 3D-Brille. Ja. Ansonsten war der Film sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ja. Hat Spaß gemacht zu gucken. Ja. Eine Überraschung gab es. Weiß nicht, ob wir die verraten wollen. Genau. Wir erzählen jetzt den kompletten Film. Ihr könnt euch das gerne sparen. Braucht auch keiner mäßig Eintrittskartenkauf. Ja, nee, die Überraschung erzählen wir nicht. Aber abgestimmt. Aber ja, natürlich gibt es einen schönen Twist, ja, wie das gehört in so einem Film. Und Emil, was machst du denn wieder für Geräusche? Ja, ich quieke hier rum. Ja, das waren ein paar kleine Quieker. Hör doch mal auf, dir auf der Nase rumzudrücken. Ja, was kann man noch sagen, ohne zu viel zu spoilern? Ohne zu spoilern, das ist ja immer das Problem. Ich freue mich auf Teil 3. Ich mich auch, das stimmt. Ja. Er hat definitiv Lust auf Teil 3. Lust auf mehr. Was kann man sagen, definitiv, ohne einen Film zu spoilern? Ich habe ihn mir angeguckt, aber gut, ich freue mich auf den nächsten. Alles andere ist ein Spoiler. Ja. Im Abspann läuft ein schönes Lied von Tim Bensko. Stimmt. Aber es gibt aber keine Szene nach dem Abspann. Ja, man kann aber sagen, was man von den Darstellern in ihren Rollen gehalten hat. Das auf jeden Fall. Klasse. Mhm. Klasse, ja. Andrew Garfield als Peter Parker. Ja. Definitiv besser. Total super. Passt immer besser rein in die Rolle, stimmt. Ich muss dazu sagen, ich hatte den ersten Teil davor nicht gesehen. Wir haben uns hier in der Runde gemeinsam den ersten Film gemeinsam nochmal am Tag davor angeschaut. Was auch gut war, habe ich festgestellt. Damit ich auf Stand bin. Und das Tolle ist, der zweite Film setzt mehr oder weniger direkt hinter dem ersten an. Von daher war das nochmal umso besser. Stimmt. Man sollte sich den ersten Teil nochmal anschauen. Ja, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und Gwen Stacy, wunderbarer Charakter, hat mir super gefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe Spider-Man nie gelesen. Die ganze Geschichte um Gwen Stacy und Peter kannte ich nur vom Hörensagen beziehungsweise aus diversen Foren. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat sie jetzt besser gefallen als MJ in den ersten drei Spider-Man-Verfilmungen. Ja. Mhm. Ja. So, was kann man noch sagen? Tante May, umwerfend, meiner Meinung nach eine der besten Rollen in dem ganzen Film. Mhm. Was mich etwas irritiert hat, war die komplette Rahmengeschichte mit Peters Eltern. Ja, die fand ich etwas arg lang, etwas hätte man es gebraucht, ich weiß es nicht. Es sollte halt wieder eine Charakterentwicklung sein. Mit Oscorp und so wieder zusammenhängt. Ja, ja, man musste ja irgendwie wieder eine Verbindung hinbringen. Ja, man hat das ja angeteasert, alles im ersten Teil schon. Ja. Das wollte man halt weiter erzählen, die Geschichte. Ja. Und das hat man auch gut gemacht, aber hätte vielleicht auch 2-3 Minuten kürzer sein können. Möglicherweise kommt im dritten Teil dann auch nochmal was dazu. Denke ich mal. Ja, wenn man das so in die Davon Reihe kann man ausgehen. Ja.
Da gehe ich mal von aus. Dann Jamie Foxx als Elektro. Super geil. Ja, auch super. Also, hat mir sehr gut gefallen. Isolierter Mensch, der seinen Geburtstag selbst physisch mit sich allein feiert. Max. Max. Ja, auch vor allem so eine tragische Figur, ne? Ja, will eigentlich nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und, ja. Also, mein Lieblingszitat von ihm war: Sie sehen mich. Sie sehen mich, Sie sehen mich. Genau. Auch Harry Osborn. Wen hat schon Harry Osborn? Wie hieß der Schauspieler eigentlich? Ich fand, der sah immer so aus wie eine Mischung aus Brad Pitt. War der nicht einer seiner ersten? Ja. An Leonardo DiCaprio. War der nicht einer seiner ersten Rollen jetzt? Eine der größeren. Der ist mir aufgefallen in Chronicles vorher. Das war so eine. Auch eine Superhelden-Geschichte im Grunde, aber ohne Kostüme. Ja. Und die haben das aber mit alles mit eigenen Kameras gedreht. So hatte das den Anschein. Genau. Und die haben die dann auch schweben lassen und von Ferne aufnehmen und Telekinese-Kräfte haben zu bekommen über einen Meteorit. Sehr interessante Geschichte, kann ich auch noch empfehlen. Ja. Hör auf. Ja. Und ich trinke schnell auf und dann stelle ich das Glas. Schmeiß mal das Glas auf den Boden. So. Oh Mann. Nein. Ja. Also. Ja, aber hatte auf jeden Fall was. Ja. Auch so ein bisschen, die ist ja dies erst so in erst war ja so mehr so gut und nachher. No. Ja, also, ja, oder war es mehr gut, aber dann erst mehr so gut und dann mehr so gut. Ja. dann mehr so gut. Ja, gut, wobei man es ja nachvollziehen kann, warum er so geworden ist. Ja, er hat es im Endeffekt ja gar nicht böse gemeint. Also man hat die beides abgenommen. Also das Sympathische als auch das Böse. Eben. Erst war er erst ein bisschen sympathischer und nachher wurde er nicht mehr so sympathisch. Schön. Schöne Sache, ne? Juhu. Ja. Dann. Ja. Wen gab es denn sonst noch so? Es gab den Russen. Den Russen vom Anfang. Paul Giamatti. Paul Giamatti, super. Ja, auch super Schauspieler, sehe ich auch sehr gerne. Ja. Den haben wir dann sogar noch mal kurz gesehen. Noch mal kurz. Ja. So, was kein großer Spoiler ist, weil die Bilder kennt man. Ja, eben, die kennen wir ja aus dem Trailer. Okay. Ja. Ich gucke keinen Trailer. Wobei er halt nur so ein Nebengegner war. Ja, viele hatten ja Angst, so drei Gegner kann das gut gehen, aber. Er hat sozusagen ein bisschen das eingeleitet, was dann als nächstes kommt, wahrscheinlich. Im Prinzip waren es ja dann nur zwei Gegner und er war ja nur so ein Nebencharakter. Also den hat er mal eben nebenbei abgefrühstückt. Mhm. Ja. Aber ein schöner Film. Würde ich gerne direkt nochmal schauen. Ja. Werde ich wahrscheinlich demnächst noch machen mit meinem Stammtisch. Sehr schön. Nee, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das ist ja ein Film, den ich gerade gesehen habe und dann direkt dachte, den kann ich mir direkt nochmal angucken. Ja. Danke nochmal an Spiri für den Tipp mit dem IMAX. Das hat sich echt gelohnt. Ja. Danke, Spiri. Ja, danke, Spiri. Ja. Erzählt. Hat noch jemand was zu erzählen dazu? Gibt's noch was? Ich bin gerade am Überlegen. Zu dem Film habe ich jetzt eigentlich... Alles andere geht in Richtung Spoiler. Ja, eben. Ja, ich sagen, nicht wir würden auch gerne weiter das sprudelt aus einem heraus, aber... Nicht ohne Piep, da müsste Piep. Steffen alles auspiepsen. Ja. Ein langer Piep. So, damit ist es im Sinne. Piep. Dann mal anders. Wer von euch hat denn die Comic... Vorlagen mehr oder weniger gelesen, die auf dieser Geschichte basieren. Ich habe die damals gelesen. Ich natürlich gar nicht. Das ist auch schon eine Weile her. Das ist ja damals. Ja, damals bei Spider-Man komplett. Genau. Wo wir ganzen Schuber da waren. Ne? Da war ich noch mal ein Da habe ich da, glaube ich, auch mal irgendwann durchgelesen. Mhm. Aber so ganz genau kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ja, doch, das kam mir schon ziemlich nah. Aber konnte auch eigene Impulse setzen. Das ist Es war eine gute Mischung. Also eine gute Mischung aus klassischem Universum und ultimativen. Ultimativen. Das ist alles ja. So Comic-Fans und auch Leute, die nicht unbedingt Spider-Man-Comics oder überhaupt Comics lesen. Man muss dazu sagen, dass halt das Outfit von Elektro überhaupt nicht an das klassische... Nee, da ist er mehr so aus dem ultimativen Universum übernommen. Passt gut, passt zum Charakter Elektro. Ja, aber das noch besser als der Anzug. Mit einer Blitzmaske, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, da wäre ein bisschen albern. Und Joel Schumacher. Unrealistisch. Joel Schumacher. Ja. Bunt, kleiner Radatsch. Also, ich hatte ja am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe,
sehr Angst, dass das in Richtung von Joel Schumacher geht. Weil eine Szene, so viel kann ich verraten, spielt in einem Elektrizitätswerk, Park, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und man sieht viel Stangen, die neonfarben leuchten. Ja. Und ich hatte automatisch jetzt sofort Joel Schumacher Batman-Filme im Kopf und habe gedacht, um Himmels Willen, bitte lass es nicht in diese Richtung gehen. Nachdem ich aber dann den ersten Teil gesehen habe und gedacht habe, okay, Mark Webb hat es wirklich ganz, ganz cool inszeniert. Ja. Da vertraue ich mal drauf. Und muss sagen, überhaupt nicht enttäuscht. Wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja, und alles wirklich empfehlenswert. Schön stimmig. Jo. Ja. Ja. Auch einstimmig, gibt keine zwei Meinungen. Nö. Ja. Muss, ja. Wie viele Punkte geben wir dem Film? Von wie viel? Von 10. Von 10. 12. Danke für dieses Fazit. 9. Auf jeden Fall eine gute, sehr gute 9. Mhm. Weil den ganz perfekten Film wird es niemals geben. Mhm. Kommt dem sehr nah. Super. Bei Verfilmung. Ja, ich sag auch so 8 bis 9, würde ich sagen. Ja, gut, ich denke mal, auch was so ein richtiger Hardcore-Spider-Man-Fan ist, der wird schon noch den einen oder anderen Punkt zu meckern haben. Ja. Kommt halt nur auf die Erwartung an. Ja, eben. Ja, man muss ja immer sehen, das ist ja im Prinzip ein Paralleluniversum zu den Comics. Richtig. Also können auch einige Sachen unterschiedlich sein. Was sagst du, Steffen? Ja, ich hab mir halt mit der Anzahl an Schurken, die da aufgetaucht sind, einen leichten Overkill vorgestellt und das war nicht der Fall, also dafür auch 9 von 10. 9 von 10 Punkten, okay. Ich bin auch bei 8. 8 von 10. Und der Lotte? Also, von daher, Lotte hat schon 12 gegeben. Achso. 12 von 10. Ja gut, dadurch, dass ich halt nur von Marvel nicht allzu viel Ahnung habe und keine Fehler feststellen kann, selbst wenn ich wollte, würde ich es auch so bei 9 ansiedeln, realistisch gesehen. Mhm. Cool. Ja. Wunderbar. So, dann haben wir uns überlegt, dass wir noch vielleicht über ein paar Comics sprechen wollen, die wir in letzter Zeit gelesen haben, beziehungsweise die wir aktuell in Serie lesen. Ich habe mir gedacht, ich fange mal an. Ich habe momentan eine Serie in meinem Abo, die nennt sich Fuse. Das Ganze ist, wenn man so möchte, eine Cop-Serie, die in einer Raumstation spielt. Und wie ich ganz am Anfang in meiner Vorstellung schon angekündigt habe, da rennt momentan auch mein Lieblingscharakter Marlene in der Gegend rum. Marlene ist in diesem Fall ein Cop, der aus München kommt, afrikanischer Abstammung ist und sich freiwillig meldet auf einen 36.000 Kilometer über der Erde schwebende Raumstation versetzt zu werden. Warum, ist noch nicht ganz klar. Man vermutet wegen einer Frau. Der gute Mann heißt Dietrich und wird von seiner Kollegin deswegen Marlene genannt. Mhm. Das Comic ist im Endeffekt eine Detektivgeschichte, wenn man so möchte. Beginnt damit, dass eine Leiche gefunden wird. Und also direkt als Marlene dort auftaucht und er direkt in seinen ersten Fall geschmissen wird. Okay. Und wie sich herausstellt, ist das jemand, sie nennen sie Cabler, das sind die Leute, die in den Kabelschächten leben, sprich die Penner auf der Station, die keine Jobs, keine Heimat und so weiter haben. Das heißt, die haben sich verkrochen hinter die Wände, werden als Diebe und Aussätzige mehr oder weniger behandelt. Und er muss jetzt mit seiner Partnerin Clementine, eine russische ältere Detektivin, gemeinsam herausfinden, was da passiert ist. Und Ende des ersten Heftes liegt auch schon die zweite Leiche vor. Das heißt, es wird immer mysteriöser. Das Ganze hat schon Verbindungen in die Politik da oben auf dieser Raumstation. Und jetzt gilt es herauszufinden, was da genau passiert. Mir gefällt dieses Comic sehr gut. Die Figuren sind witzig, die Zeichnungen sind ansprechend. Ich würde sagen, jeder, der des Englischen mächtig ist, sollte es sich zumindest das erste oder zweite Heft mal holen. Welcher Verlag ist das? Das Ganze kommt bei Image. ich war jetzt gerade so auf Impuls. Bei Image kommt es raus, genau. Lustige Serie, sehr empfehlenswert. Einfach mal angucken. Genau. So. Wer hat sonst noch irgendwelche Comics? Also ich habe zuletzt relativ aktuell, bin jetzt noch nicht wirklich weitergekommen, die
Justice League Dark gelesen und muss sagen, als einer, der so die Zauberei im DC-Universum eigentlich nie so recht mochte, finde ich diese Serie ganz gut. Also die unterhält mich wirklich kurzweilig, ja. Kurzweilig sehr gut. Wer sind denn da aktuell so die Figuren, die da drin auftauchen? Also da haben wir zum Beispiel John Constantine, der ja seinerzeit ganze Zeit lang im Vertigo-Universum unterwegs war und jetzt halt in das reguläre DC-Universum gewechselt ist. Und sich dort gerne mit teuflischen Figuren anlegt. Ja, und dann haben wir Satana. Satana oder Satana? Satana. Satana. Okay, mit Z, okay. Ja, weil ich mir gar nicht also so die, sicher bin, ob man, der Ami das mit einem scharfen oder mit einem weißen S. Ja, aber ich muss doch inzwischen mal fragen, weil ich weiß ja nicht, was beim neuen New 52 da jetzt los ist, ob sie tatsächlich Satana nennen. Also jene Zauberin, die mit ihren Rückwärts-Zaubersprüchen praktisch... Satana. Gut. Satana. Also ich würde es auch eher das Satana aussprechen. Mysteriöse, böse bekämpft und wenn auch eine große, ein tolles Rolle neues Outfit bekommen hat. Was? Wenn auch eine große Rolle spielt, ist Deadman. Deadman spielt mit, richtig. Der hat sehr viel damit zu tun. Denn hier, also ich weiß nicht, wie weit du jetzt bist, aber ich habe aus die Amerikanischen gelesen, bis zum bestimmten Punkt. Und da ist ja auch noch dieser Shades. Agent Frankenstein. Agent Frankenstein. Nee, ich meine jetzt bei diesen anderen. Shade the Changing Man. Aber also der ist, glaube ich, nach Heft Nummer 6 wieder aufgestellt. Der ist relativ auch schnell draußen. Ja, an den... nicht wirklich. Wahrscheinlich deswegen. Und dann halt immer mal ein paar wechselnde Charaktere noch mit drin. Ne? Okay. Ja. Wer war in dem Band noch dabei, so von den wechselnden... Ich weiß ja nicht, wie weit du bist, aber soweit ich weiß, in Amerika ist ja auch der Swamp Thing irgendwann dazu gestoßen. Ja, der ist halt mal kurz. Sind wir in Deutschland schon so weit? Da ist er jetzt mit aufgetaucht aktuell. Genau, Ich meine irgendwie noch. Wobei auch viele Charaktere oder sowas gesehen. Ah ja, Black Orchid, genau. Wobei auch viele Charaktere sind, die man hier in Deutschland glaube ich gar nicht so sehr kennt. Also wie hieß die am Anfang? Wo sich mir fallen die Namen jetzt nicht ein. Die Wahrsagerin da. Madame Xanadu kennt man ja noch, aber da war doch erst am Anfang diese Story, wo sich... Die Ancient Dress. Die sich von ihrem menschlichen Wirt irgendwie getrennt hat, oder eigentlich der Wirt sich von ihr getrennt hat. Und das ist doch eigentlich eine Figur, also die zumindest mir in Deutschland noch nicht so aufgefallen ist. Also sie, man weiß zwar, dass es sie gibt, aber so extrem... Sie war wohl früher Teil von The Suicide Squad, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die Ancient Dress auch weniger durch Comics als mehr durch Fanfictions damals kennengelernt. Ja. Und als ich dann damals die ersten Hefte von The Justice League Dark in den Fingern hatte, habe ich mir gedacht, ja okay, Ancient Dress könnte mal interessant sein, die jetzt auch im regulären Universum zu lesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach 6 Heften aufgehört damit und habe den Ausstieg von dem Autoren auch direkt als Ausstieg für mich genutzt. Ja. Weil das nicht gefallen hat? Oder? Von den Zeichnungen her fand ich super. Ich hatte aber keine Lust, als ich gehört habe, dass LeMayer hat dann die Serie, glaube ich, übernommen. Und er hat zu der Zeit noch 3 andere Serien geschrieben und wollte die dann sofort irgendwie in Crossover reinbringen. Und ich war einfach so Crossover gesättigt, dass ich gesagt habe, ich möchte bei DC nur solche Serien lesen. Also hast du die erste Story quasi als abgeschlossen angesehen. Richtig, genau. Und dann bin ich da ausgestiegen. Genau. Ja, als Gegner kommen dann so Listro-Figuren mit rein, wie zum Beispiel Felix Faust. Ja, den man ja auch immer wieder aus klassischen, zum Teil auch Batman-Geschichten kennt, ne? Und der wird jetzt halt hier... Ich glaube, früher war er auch schließlich ein Gegner von Batman und auch direkt von der Justice League halt früher auch. Ja. Und jetzt halt hier mit Justice League Dark regelrecht sich in Scharmützel wirft. Ja. Ja, also gefällt mir sehr gut und ich werde dann als nächstes mal die Konstantin-Solo-Serie anprobieren, dann mal gucken. Ah, die ja der Sven nicht so gut fand. Nee, ich hatte mich überfordert bei mir. Du hast vielleicht war es schon zu spät, zu dunkel, aber das hat mich nicht so wirklich fesseln können und überzeugen können. Die Zeichnungen waren ja eigentlich ganz gut.
Kannst du das Transvest machen, was? Was dich da gestört hat? Irgendwie war all drei Seiten irgendwie eine nächste Zauberei und der nächste Magiekreis. Du bist auch nicht so ein Fan von so Magie und so. Da kommt halt drauf an, es muss halt stimmig sein und passen. Und irgendwie fand ich das in diesem Rahmen nicht so passend. Justice League Dark habe ich bis jetzt nur in der ersten Band gelesen, da fand ich es sehr stimmig, hat alles gut zusammengepasst. Mhm. Konstantin, das war so, weiß ich nicht, eine Kurzfassung von Herr der Ringe. Die sind in dem bösen Wald. Noch einen Schritt weiter, merken die einen Gegner kommen nicht hinterher, wundern sich warum. Warten auf die gegnerischen Gegner, bis sie alle wieder aufgeschlossen haben. Aber du konntest vielleicht nicht so berauschend besetzen. Mhm. Vielleicht war es auch schon zu spät, ich war nicht mehr so richtig aufnahmefähig. Hat der falsche Comic am falschen Abend. Also schon zwei Bier auf. Hatte ich da schon zwei. Oder vielleicht war es zu wenig, wer weiß. Das kann auch sein. Konnten nicht hineinversetzen. Wobei, wenn es richtig verstanden habe, Ansatzpunkt ist ja, dass halt die richtige Justice League mit den Problemen, die da anstehen, einfach nicht klarkommen und das nicht in den Griff gekriegt haben. Ja, und dadurch haben sich halt diese die Magie-Leute halt. Ja, gerade mit diesen Magie-Sachen da. Ja. Ja. Emil hat sich die ganze Zeit an einem Comic festgehalten. In welchen? Na, an diesem Spider-Man. Es hat ja auch sehr schöne, lustige Bilder. Ach so. Oder hast du noch was anderes gelesen? Erzähl doch mal. Mal. Um das Blaue nicht aus dem Ohren. Ja, was besonders war, ich war ja hier Spider-Man der Avengers Nummer, was heißt die letzte? 18, 19, 20, war das schon soweit? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die letzte Heft von der Serie. Danach ist ja, kommt ja Team Up. No. Ne? Und da ist halt auch das Annual von Avenging Spider-Man halt vorgekommen ist, in drin abgedruckt worden. Und da finden halt auch so zwei Typen, laufen halt durch einen Central Park und Metalldetektor, um halt so irgendwelche außerirdischen Sachen zu finden, weil die ganzen Superhelden, die kämpfen ja hauptsächlich auch im Central Park und dann fällt ja immer mal was ab. Okay. Und dann wollten die halt immer sowas finden und reich werden damit. Okay. Und dann haben die auch, halt auch was gefunden und haben dann einen Knopf gedrückt und erst merken sie nichts. Und im Hintergrund sieht man schon überall, dass sich irgendwie so ein Pärchen erst am Küssen war oder so und dann nachher sind sie am Verprügeln. Also wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Also dann erzeugt dieses Gerät irgendwie Hass oder irgendwie so Aggression. Das ist für dich natürlich eine bittere Lektion, ja, als einer, der gerne Knöpfchen drückt. Ne? Eben. Und dann fahren die halt auch durch New York und dann ganz New York ist nachher am Ausrasten und das Ding von Fantastic Four, ne, der spielt da noch mit, der ist dann auch, der will dann Spider-Man verprügeln, weil er ihm noch $30 schuldet. Ne? Von der letzten Pokerrunde. Ne? Und Spider-Man sagt zu ihm, nee, das war nur 28. Ne? Ja. Und dann wollen die halt nachher das Gerät verkaufen an einem. Ne? Und der will ja nachher verarschen und ne, dann kommen halt Ben Grimm und Spidey kommen halt dazu und gibt's halt so eine kleine Prügelei und dann war es halt auch schon wieder. Ja. Ne? War nichts Besonderes, aber mal ganz witzig. Ja, ich wollte gerade sagen, die Spider-Man, der Avenger, ja, ist eine schöne, kurzweilige, ja, Serie, die man gut mal nebenbei lesen, ja, kann. Ja, nichts Besonderes, aber auch ganz lustig eigentlich. Ohne dass man irgendwelche Vorkenntnisse haben muss. Ja. Oder die Zeichnungen waren eigentlich auch ganz gut. Ja. Aber noch irgendwas. Mhm. Gast da. Ja. Da hat er halt. Ja, dann erzähle ich vielleicht noch was über Noah. Noah, aktuell Kinofilm. Da gibt es von Image, nicht Impulse, Image. momentan eine Neuauflage ihrer Graphic Novel, die von dem Autoren von The Fountain und dem Zeichner von Die Löwen von Bagdad gemacht wurde. Eine vierteilige Geschichte, die zusammengefasst ist in einem schönen großen Hardcover. Mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, der Comic. Den Film habe ich nicht gesehen, was aber auch daran liegt, dass ich nicht unbedingt ein Fan von Russell Crowe bin. Weiß ich noch nicht, ob ich mir den angucken möchte. Comic hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ich denke, es lohnt sich mal reinzugucken. Ja. So. Ja. Worüber noch? Ja, ja, ich schließe immer noch eins aktuell. Okay. Dann. Oder ja, genau, dann möchte ich noch eins erwähnen. Ich habe heute
beziehungsweise die letzten 3 Tage, ein Comic gelesen, das ich von Lothar in die Hand gedrückt bekommen habe. Er hat sich vor, wann hast du das Comic gekauft? Oh, ja, vor zwei, 3 oder 4 Jahre her. Okay, also schon vor einer Weile. Das ist ein, war noch das alte DC-Zeichen drauf. Ist noch das, ja, genau, noch das alte DC-Logo. Wo man es eigentlich mehr jetzt als Vertigo wahrscheinlich nehmen würde. Genau. Das Ganze nennt sich Hard Times. Ich weiß gar nicht, ob das eine fortlaufende Geschichte ist oder nicht, weil ja, ich denke mal, es war eigentlich als Miniserie angedacht, was aber dann halt zu diesen Paperback zusammengefasst wurde. Es gibt aber dann noch Hard Times Season 2. Ja, gibt's das? Und ich vermute mal, dass da, weil also die Fortsetzung drin ist. Die Fortsetzung und auch die Auflösung drin ist, weil es ist halt ein sehr offenes Ende. Offenes Ende und die Hauptperson, ist ein Schüler, wird jetzt mal so auf 12, 13, 15 Jahre. 15 Jahre wird er genannt. 15 Jahre. Genau. Der halt ganz normaler Schüler ist und irgendwann Amok läuft in der Schule und auch in einem der schlimmsten Gefängnisse, die Amerika zu bieten hat, versetzt wird und halt es wird halt gezeigt, wie er sich da durchsetzen muss, aber es wird doch immer wieder angedeutet, dass er von irgendeiner komischen Kraft besessen ist und die sich immer mal wieder Bahnen bricht, ohne dass es irgendein anderer mitkriegt. Mhm. Und da wird halt zumindest jetzt in diesem Band bis zum Schluss nicht aufgeklärt, wo diese Kraft auch herkommt. Ja. Was aber auch den Reiz der Story ausmacht und was eigentlich auch das auch Lust, wirklich Lust macht, halt diese Seasons 2 dann noch sich irgendwo mal anzuschauen. Mm-hmm. Ja, nochmal ganz kurz. Er selbst läuft nicht wirklich Amok. Das Ganze ist so, dass er gemeinsam mit einem Kumpel sich eigentlich an diesen beliebten Schülern, die sie die ganze Zeit händeln und unterdrücken, rächen möchte. Er eigentlich davon ausgeht, dass die Pistolen, mit denen sie da rumwedeln, nicht geladen sind. Das Problem ist, sein Kumpel will weitergehen als er und schießt in die Menge, sodass insgesamt nachher 5 Leute inklusive seinem Freund sterben. Und man möchte jetzt unbedingt einen Schuldigen finden und weil er eben Teil dieser Übernahme der Cafeteria war, wird er zu 50 Jahren bis lebenslänglich im Endeffekt verurteilt. Okay. Und er kommt mit einer Gruppe von 3 anderen in diesen Knast, trifft dort auf diese üblichen Klischee-Gruppen, also von irgendwelchen spanischen Gangstern über die Gruppe der Schwarzen, die sich zusammenrottet im Gefängnis, bis hin zu den Nazis, die dann irgendwie versuchen, ihn und jede Gruppe fertig zu machen, halt die Oberhand zu gewinnen und die Knast in ihre Macht zu bringen. Richtig. Und er steckt halt immer mittendrin und steht immer blöderweise genau auf der falschen Seite, hat man so den Eindruck. Ja. Und weil er eben auch den Fehler macht, sich nicht nur um seine Dinge zu kümmern, sondern sich provozieren zu lassen, für andere auch einsteht und dadurch eben immer wieder ins Blickfeld von den anderen Gruppen gerät. Eine Figur möchte ich noch erwähnen, das ist so ein älterer Knacki, der sich selbst für einen Priester hält. Also er ist definitiv keiner, aber er meint, das Werkzeug Gottes zu sein in diesem Gefängnis und anfängt Leute erst zu missionieren und wenn sie nicht mitmachen, eben zu töten. Zu besenden, ja. Und das ist auch... Die sich als ungläubig erweisen. Ja, ja. Du Ungläubiger. Und auch sehr spannend, weil der sich über diese, ich weiß nicht, aus wie viel Heften das Paperback jetzt bestand, 4 bis 6, irgendwas in 6, diese Richtung. 6, glaube ich, war es gewesen. Über diese 6 Hefte so entwickelt, dass du immer panischer wirst. Also wenn du sobald er auftaucht. Ja, ja. Am Anfang war er ja nur eine Randfigur, genau, der halt irgendwo mal den Boden gewischt hat. Ja. Aber irgendwie, also man kriegt schon Respekt vor der Person. Und je öfter er kommt, desto mehr Angst hast du vor ihm, weil du gesehen hast, was er eben mit anderen Figuren in diesem Knast gemacht hat. Und plötzlich ist er eben hinter der Hauptfigur her. Und du denkst wirklich so, oh, das wird ein stranges Ding. Genau, aber sehr empfehlenswert, falls das irgendjemand mal irgendwo findet, noch als alte Ausgabe. Als Fall auf Deutsch ist er wahrscheinlich nicht erschienen. Nee, das glaube ich nicht. Hab mal geguckt, versucht rauszukriegen, aber ich glaube, es ist nicht rausgekommen. Meine ich auch nicht. Aber oder unter einem Titel, den man sich dafür nur nicht als Übersetzung vorstellen kann. Zukunft ist Vergangenheit.
Oder The Return of the First Avenger. Auch schön. Im deutschen Untertitel. Ja. The Return of the First Avenger. Genau. Ja, falls, das hat man ja gemacht, weil es die damals den Avengers-Film toll fanden, nicht mehr wussten, dass Captain America dazugehört hat. Ich glaube, im deutschen Titel ist noch nicht mal Captain America drin. Ne? Das heißt, glaube ich, nur so Return of the Avengers. Ja, den hat man bewusst weggelassen, weil den Amerika, ne? Die Deutschen angeblich mit diesem Patriotismus und so weiter identifizieren und assoziieren. Wobei und man das bei Batman doch genauso gemacht hat. Batman Begins und danach The Dark Knight. The Dark Knight. Ja. Und in dem Fall war der erste Teil eben Captain America The First Avenger und der zweite The Return of the First Avenger. Von daher. Und dann passt das ja auch irgendwie hier. Ja. Der Re-Return? Der Re-Return. Das ist der dritte Teil. Der dritte Teil wird dann sein. The Recall. The First Avenger Rises oder so. Genau. Postpunz ist der Gegner. Wobei ja Rises im Augenblick sowieso sehr beliebt ist in den Titeln. Ja. War doch bei Fantastic Four und also Rise of the Silver Surfer. Aber auch in den Heften ist das sehr oft jetzt. Alles, was aufersteht. Genau. Also die Weißen reisen sie alle und dann fallen sie wieder down. Und dann sind sie unchained. Unchained. Dieses Hoch und Runter. Nach Django Unchained kam Superman Unchained. Frei übersetzt anscheinend. Es ist anscheinend Superman. Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist anscheinend Superman. Schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Genau. So, das. Uns wird gerade von der Regie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ein Zeitproblem. Deswegen melden wir uns später nochmal. Genau. So, das war's hier aus Berlin. Ich sag nochmal kurz in die Runde. Verabschiedet euch nochmal schnell. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Jahr. So schnell wir auch wieder. Du musst schon sagen, was du willst. Hat's euch gefallen wieder? Ja. War eine sehr lustige Runde. War ja unser 10. Treff hier. Und von daher, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Zum 11. Zum 11. Ja. Schnapszahl. Wir müssen gleich festhalten, wer bringt den Schnaps mit. Im Zweifel immer der fragt. Der keinen Alkohol trinkt. Super. Ja. Jeder eine Flasche, oder? Oder wir brennen selbst. Oder so. Schön. Ja, wenn ihr jetzt anfangen, haben wir nächstes Jahr genug Schnaps. Könnt ihr einen Rumtopf ansetzen. Werdet was so bis nächstes Jahr durchgezogen und der sich. Das geht. Klasse. Ich mache einfach mal weiter. Ja, war schön wie immer eigentlich, aber auch genauso wie immer, viel zu wenig Zeit. Aber wir müssen jetzt los. Wir müssen doch gleich ins Kino. Viel zu viel auf dem Programm und schaffen immer bloß die Hälfte. Ja. So ja auch jetzt von diesem Podcast, der eigentlich viel länger angedacht war. Obwohl Pod noch gar nicht alle ist, Pod schon fertig. Ja, ich freue mich auch aufs nächste Jahr und war wieder total klasse. Bin ich ganz froh, dass es doch noch geklappt hat. Stand ja ein bisschen auf der Kippe, aber. Ja. Nein, du sagst jetzt nichts. Was war mit den Leitplanken, oder? Schnauze. So, und. Tschüss aus Berlin sagen. Boris, Svenny, Emil Bosco, Lothar und Steffen. Tschüss. 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 Wir natürlich auch noch hier. Na, die Conny mit Familie. Tschüss. Tschüss. Gerne erstmal einen Outtake produzieren. Können wir auch tun. So ist es jetzt nicht. Das ist wenn ich eins kann, dann das. Outtakes. Unser Boxer? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich habe meinen Tag auf nichts gemacht. War keine Zwiebel. Jetzt kriegt der Hund Käse und verweigert ihn. Dieser böse Hund. Dieser Hund lebt käsefrei.
Es ist ein gesunder Hund. Hat dieser Hund Laktoseintoleranz? Laktose plus. Was? Nur Laktose plus. Was denkst du, hat er Laktoseintoleranz? Ja, hat er. Woran machst du das fest? Weil es ein Hund ist. Was hast du gesagt, Sven? Sven, was hast du gesagt? An seinem schwarzen Fell? Es glänzt so schön. Hab ich etwas gewonnen? Weiß ich nicht. Ich hab Laktose gewonnen. Juhu! Die reine Laktose. Die Theorie der reinen Laktose. Okay. Hallo Hund. Über Comics. Wenn der Emil mir mal ganz kurz unvorbereitet, muss ich dazu sagen, ganz kurz über seinen Lieblingscomic referieren möchte. Erstmal überlegen, was das für eins ist. Naja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Mal in dem Moment werde ich mal kurz gucken, dass ich mir hier... Du kannst schon mal überlegen, Svenny. So. Die Stöpsel reingestöpselt, das wird dann wahrscheinlich. Vor allen Dingen muss ich da auch noch, muss ich mich auch noch dran erinnern können. Nee. Du kriegst das ja nicht. So, pst, ganz kurz. Nee. Ganz kurz. So, kurze Fragerunde zu den 5 Comics, die jeder meint, die man gelesen haben muss. Svenny, fangen wir mit dir mal an. Okay. Frank Millers Batmans Rückkehr. Wie heißt das richtig eigentlich? Dark Knight Returns. Von Frank Miller, ja, das meinst du. Von Ed Brubakers Captain America Run mit dem Wintersoldaten, Winter Soldier. Mhm. Daredevil, Ed Brubaker. Auf jeden Fall Criminal, auch vom Ed Brubaker. Haben wir denn schon 5? Was fällt mir noch ein? Die alten Ed und Neil Sachen von Batman. Und hier wird jetzt endlich mal aufgeräumt. Also, meine 5 Lieblingscomics. Nee, stopp. So, die 5 Lieblingscomics vom Svenny. Okay, Svenny, 5 Lieblingscomics. Sag mal jetzt nicht, die Reihenfolge ist so, wie es ist. Oder die Comics, die man lesen muss. Comics, die man lesen muss, haben muss und gelesen und auch gesehen haben muss. Das wären Daredevil von Ed Brubaker daran. Captain America, Ed Brubaker Wintersoldat. Gerade auch verfilmt, wunderschön. Wintersoldat. Der schießt nur im Schnee. Ed und Neil Sachen von Batman. Ja, andersrum. Was? Ed und Neil Sachen von Batman. Ed und Neil Sachen von Batman? Was? Batman zeichnet Ed und Neil. Kurze Info, Svenny war kurz in der Hasenheide. Es ist viel vor elf, ich war noch gar nicht geschlafen, bin auch noch nicht aufgestanden, aber ich muss... Doch, also, nee, was wolltest du mit Ed und Neil, was? Eigentlich wollte ich sagen, Ed und Neil, Sachen, die er von überbetten, kann ich nicht mehr. Gib mir das Mikrofon her. Gib mir das Mic. Was ich erzählen wollte, Ed und Neil Sachen, die er Batman geschrieben hat, die schwarz-weiß erschienen sind, in dem Batzen, die waren auch sehr schön zu lesen. Aus heute jetzt ist sicherlich mal nicht mehr ganz Zeitmut. Nee, ich kann es nicht. Ich will das nicht mehr. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.